Hallo und herzlich willkommen nochmal ganz offiziell zum Finale hier. Der Staffelstab jetzt übergeben an Lord Fura und mich nochmal. Hallo Fura, wie hype bist du auf einer Skala von 99 bis 100? Ja, hi Shimons. Auf einer Skala von 99 bis 100. Puh, ich glaube, da bin ich schon ganze 100 hyped. Es ist endlich soweit. Endlich können wir das Finale begutachten von diesem wunderbaren Turnier. Und ja, ey, es wurde schon gerade eben gesagt. Jailbird gegen Voxic Taze. Das sind auf jeden Fall zwei Speedrun-Kaizo-Größen aus unserer deutschen Community. Beide Runner haben so den ein oder anderen Weltrekord mal geholt, mal gehabt, mal wieder zurückgeholt und so weiter und so fort. Ich glaube, wir können uns hier auf ein sehr, sehr gespanntes, sehr, sehr spannendes Match einstellen. Davon ist auszugehen. Und natürlich haben sie auch noch diverse Weltrekorde inne, ja? Nach wie vor. Voxic Taze nach wie vor Weltrekordhalter in der Baby Kaizo Kategorie 100%. Und Jailbird Weltrekordhalter in der Any%, die hier gerannt wird. Das, also viel spannender hätte man es nicht machen können. Jailbird als erster der Weltrangliste. Voxic als dritter. Lange Zeit mit seinen 26,51 das Feld angeführt. Dann kam das Turnier. Dann kam Jailbird. Dann kam Sakaya. Und dann nochmal Jailbird. Also, das ist schon, ja, ich sag mal, ohne zu übertreiben, Weltniveau, was wir heute sehen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, gerade jetzt hier bei unseren beiden Runnern. Ich bin mal gespannt. Wir hatten vorhin im Match gesehen, dass im Chat sowohl seitens Jailbird als auch seitens Voxic gesagt wurde, ja, du, hey, bist ja eh viel besser. Also irgendwie beide Runner glauben, dass der jeweils andere ja, die Nase vorne hat hier. Deswegen wird wahrscheinlich jeder sein Bestes geben. Genau, jeder gibt sein Bestes und alle geben nochmal Gas im Chat. Zeigt mal eure Hype Emotes, gebt nochmal Gas. Es geht los, das Finale hat begonnen. Woo, Finale, woo. Hype. Ja, Mensch. Wir haben gerade eben schon von Necrosky einen sehr, sehr komischen Tod hier im ersten Level gesehen. Drücken wir mal beiden Runnern die Daumen, dass da Super Mario World mitspielt. Und okay, jetzt ist das schon hinter uns. Ja, da ist halt gerade ein Problem gewesen mit dem Sprite bei Necrosky. Ich glaube, der fünfte Sprung in diesem Level war es. Keine Ahnung, woran das lag. Aber wie es aussieht, sind unsere beiden Runner zumindest davon verschont geblieben. Ja, das sah wirklich sehr, sehr komisch aus. Und auch ein kleiner Disclaimer vorweg. Wir jinxen hier heute die Hölle aus diesem Race. Wir nehmen keine Rücksicht. Es wird einfach drauf loskommentiert. Ja, sowas von so. Also gerade im Finale einfach gar kein Blatt mehr vor den Mund nehmen hier. Das ist ja, also wir waren da in der Vergangenheit schon so oft so vorsichtig. Das sehe ich heute gar nicht ein. Beide Runner werden natürlich wunderbar, wie man es gewohnt ist, den Deathless World Record hier in diesem Run holen. Und das Ganze dreimal hintereinander, weswegen wir drei Unentschieden sehen werden. Das ist meine Prediction. Natürlich. Beide Weltrekord 26,30 ohne Tod. Jetzt aber gerade noch hier eine kleine Runde synchron laufen, synchron springen. Das sieht man natürlich gerne. Und natürlich beide ohne Tod. Hier auch wieder sehr schön sichtbar die RNG von dem Football-Chuck. Aber nach wie vor beide Spieler sehr synchron. Das ist auf jeden Fall wie erwartet. Voxic Taze natürlich sehr konstant und Jailbird auch unglaubliche Konstanz. Er sagt von sich selbst, er kommt übers Training. Voxic hat vorhin, habe ich gelesen, die Aussage von Jailbird verneint, er wäre der Talentiertere. Voxic hat natürlich auch sehr viel gegrindet, also beide kennen den Hack in- und auswendig und jetzt kommt es einfach nur darauf an, wer ist konzentrierter, wer ist on point, wer macht das hier am besten. Unter dieser natürlich hohen Drucksituation geht ja hier nicht nur um Ehre und den Titel, sondern auch um kleines Preisgeld. Stimmt, jetzt ist es ja in Anführungszeichen endlich soweit.
dass es mal hier auch um was geht, ne? Nicht nur dieser Vorentscheid. Jetzt ist es natürlich soweit, dass man auch tatsächlich um Preisgeld hier spielt. Gerade eben im Match, im Spiel um Platz 3 ging es tatsächlich auch schon um etwas. 20. Genau, 20. Heute ist jetzt hier 50 für Platz 2 oder so. Dürfen genau, 50 sagen. Haben beide schon sicher und 80 ist das Preisgeld für den Gewinner. Ja, das ist natürlich auch, ich weiß es nicht, ob da jetzt die Nervosität dadurch ein bisschen größer ist bei den Runnern, dass man sich denkt, oh, es geht um was, oder ob man sich, wie eigentlich sonst auch immer gedacht hat, ah ja, ich spiele jetzt hier mal Babykai so runter und guck mal, was draus wird. Ja, 50 Euro sind auch ein paar Subs, die man erstmal haben muss, ne? Ja, absolut. Aber ja, hier solide auf jeden Fall, nach wie vor ohne Tod, wenn ich mich nicht verguckt habe. Und sehr, sehr stark. Voxel geht jetzt in Ropes are not toys. Und da wissen wir ja, es ist auf der einfacheren Seite der Level vielleicht sogar das einfachste. Und Chabert auch. Lässt hier sogar ein Rope aus. Sehr knapp mit der Säge bei Chabert. Bei Voxig war, glaube ich, ein Pixel mehr Platz. Das ist immer so eine kleine Herzinfarktstelle hier in diesem Level. Wenn man da aus Versehen dann doch in die Säge stolpert, dann hat man einen sehr großen Zeitverlust zu fressen. Ja, und man möchte hier an der Stelle natürlich besonders dicht an der Säge vorbeispringen, um nicht allzu viel Zeit zu verlieren beim Warten. Dadurch immer, wie du schon gesagt hast, ein kleiner Spannungsmoment hier beim Midway und natürlich am Ende auch nochmal mit dem Orb, haben aber beide gut gemacht, bisher ohne Tod, Kopf an Kopf in die Sandstone Caverns. Ja, wir sind tatsächlich sehr synchron noch unterwegs. Also das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gesehen hatten. Ich glaube im Match mit Luckwurst Joe. Kann das sein? Da war auch die erste Welt komplett synchron. Das kann durchaus hinkommen. Aber in der Länge und in dieser Konstanz, ich denke, das wird weiterhin so spannend bleiben, dass sich hier beide ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Persönlich rechne nicht mit mehr als 3 Toten pro Runner. Kommen wir doch mal zurück, wo wir gerade bei Toten sind. Kommen wir doch mal zurück auf unser Jinx-Versprechen. Was meinst du denn, Schimons? Was wird der erste Tod sein, den wir sehen werden? Der erste Tod wird sicherlich irgendwas total Banales werden. Gar nichts Schwieriges, wahrscheinlich einfach nur eine Slope und da nicht aufgepasst. Da gehe ich mal von aus. Also bis Janked Up Slopes auf jeden Fall Deathless und dann der Sog des Abgrunds. Das ist meine Prediction. Sog des Abgrunds. Ja. Ja, das ist natürlich schon eine sehr lange Zeit. Also ich glaube ja, wir könnten eventuell schon einen Tod sehen. Nein, im Babyshells stirbt niemand. Nee, natürlich nicht. Aber hier, Chabert hat versucht, einen schnellen Sprung zu machen. Scheinbar recht interessante Taktik, die er hier verfolgt. Wir wissen ja von Chabert, er lässt sich gerne mal ansagen, dass aktuelle Geschehen bei seinen Kontrahenten. Vielleicht hat er hier die Info bekommen, jo, Voxic ist ungefähr eine halbe Sekunde vor dir und wollte die jetzt rausholen. Hat jetzt damit natürlich genau das Gegenteil erreicht. Ja, das ist aber auch wirklich so ein Charakteristikum von Chabert. Er geht hier wirklich auf jeden Zeitgewinn, den man kriegen kann. Auch gerade hier im ersten Castle. Wir werden gleich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine RNG-Manipulation bei Chabert sehen. Da sagt er, das ist ihm egal. Er nimmt da einfach das Muster, wie es kommt. Und ja. Finde ich persönlich sehr riskant. Man kann ja auch einfach Pech haben, aber er ist der Meinung, und sein Weltrekord, der unterstützt ihn auf jeden Fall, dass das schneller ist, dass das angenehmer ist und dass man damit ein bisschen Glück sehr viel Zeit rausholen kann. Ja, rein rechnerisch kommt er jetzt, glaube ich, glatt raus. Denn
Ein RNG-Manipulations-Reset des Levels ist, glaube ich, so viel wert wie zwei Versuche auf den Wendy-Boss, wenn mich nicht alles täuscht. Er hat jetzt 5 gebraucht, also... Ja. Even. Sorry. Ja? Nee. Wollte ich nicht unterbrechen. Alles gut. Alles gut. So, dieses Level ist auch gerne mal sehr knapp am Ende. Wenn man nämlich bei der Mannschaftspassage mit der Wolke, wenn man da die... Shellbird. Stirbt an einer Stelle, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte tatsächlich. Auch ein sehr knapper Sprung eigentlich, wenn man den schnell machen möchte. Genau, ich meinte eigentlich hier diese Wolke. Wenn man da nämlich mit größtmöglicher Geschwindigkeit durch will, das kann auch teilweise sehr, sehr knapp werden und dann sehr viel Zeit kosten. Ja, und ist natürlich die Frage, wir kennen natürlich Chabert als sehr konzentrierten, sehr soliden Runner. Ist da vielleicht doch die Nervosität im Spiel? Er weiß natürlich auch um Voxics Stärke hier. Sind das die Nerven? Das sind jetzt, sag ich mal, zwei Stellen, an der man üblicherweise von diesen beiden Runnern eher keinen Tod sieht. Ja, zumal beide Runner auch schon im Vorfeld übereinander gesagt haben, dass da jetzt die Lust aufeinander zu treffen nicht gerade groß ist und man das doch möglichst bis zum Finale hinauszögert. Da ist der beidseitige Respekt auf jeden Fall schon sehr, sehr groß. Was ja auch verständlich ist. So, aber Voxic jetzt hier tatsächlich auch schon mit einem halben Level Vorsprung. Zwei ungünstige Tode von Shellbird. Aber da ist noch nichts entschieden. Voxic hier jetzt mit der Sakaya Strat und dem doppelten Spin Jump. Wir haben vorhin bei Necro gesehen, da hat es einmal nicht ganz funktioniert mit dem Full Jump. Hier mit so einem Zweifach-Jump natürlich ohne die Schrumpfanimation. Ja, wie wir alle gelernt haben, 5 Frames sind 5 Frames. Das lohnt sich auf jeden Fall auf lange Sicht, so Kleinigkeiten mitzunehmen. Beziehungsweise nicht mitzunehmen. Ja, das summiert sich dann natürlich im Laufe des Rennens. Und wir haben natürlich auch gesehen, hier bei Shellbird genau die gleiche Strategie. Also schon mit Augenmaß wissen. Bin mal gespannt bei Voxic. Sakaya hat hier den Absprung einmal irgendwie verpasst. Aber kein Problem für Voxic Taste. Springt da einfach in den Checkpoint rein und jetzt die Passage mit dem Fishing Boo. Meistens der erste große Knackpunkt hier in diesem Run gewesen, in der Vergangenheit des Turniers. Ich glaube aber, dass unsere beiden heutigen Finalisten beide keine Probleme damit haben werden, weil das bestimmt eine Stelle ist, die die ausreichend geübt haben. Ja, laut Voxics eigener Aussage, das erste Mal Baby Kaiser World seit seinem letzten Match mit Shellbird, weiß ich es jetzt nicht. Aber das macht er ja ganz gut. Er hat sich jetzt in der Zwischenzeit auf andere Hacks konzentriert, also nicht aus dem Speedrunning raus, sondern hat nebenbei noch Dancer to a Discordant System gerannt und heute, glaube ich, River Song. Es scheint ihm nicht geschadet zu haben. Ja, das hat man ja eigentlich relativ oft, wenn man einen Hex, sagen wir mal wie Baby Kaizo, einfach bis zum geht nicht mehr versucht zu üben und zu perfektionieren, dann hat man auch irgendwann einfach keine Lust mehr und muss sich mal dann selber bei der Stange halten, indem man einfach was anderes spielt. Und gerade schwierigere Hex zu spielen, da immer ein, ja, schon mal ein guter Ansatz, um die Fähigkeiten zu verbessern, um den Kopf frei zu kriegen und um dann einfach mal wieder, ja, vielleicht so eine glückliche PB aus dem Ärmel zu schütteln, was dann bei beiden Finalisten wahrscheinlich ein Weltrekord wäre. Ja. Das Zeitfenster zwischen einer PB für Voxic und Nicht-Weltrekord ist doch recht dünn. Ja.
Schauen wir doch mal kurz auf die Tabelle. Es sind ja mittlerweile schon ganze 7 Sekunden. Dann war auch mal knapper. In 7 Sekunden kann viel passieren. Da kann so einiges passieren. Aber bislang hier, Chelbert scheint sich auch eingefunden zu haben. Hier sehen wir nicht das Warten auf den Spiny. Er war auch ein bisschen spät dran, muss man sagen. Wo hab ich denn Voxix Tod verpasst? Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich der Klassiker, direkt in den Abgrund gesprungen beim Skytree. Wäre meine Vermutung. Ja, das würde auch zum Zeitunterschied von den beiden passen, dass das so ein kleiner, unbedeutender Tod war. Ah ja, ich lese es gerade hier. Wird nochmal nachgereicht, die Info beim Auslösen der zweiten Pflanze, ja. Also, wie vermutet. Klassiker. Oh, jetzt direkt nochmal einen nachgeschoben. Ärgerlicher Tod von Voxic im B-Pattern, dem gefürchteten, dem langsamen Pattern in diesem Bossfight. Und ja, Shell wird wieder bestätigt. Einfach keine RNG-Manipulation machen und reagieren ist anscheinend eine gute Strategie. Ja, und übernimmt damit jetzt auch die Führung in diesem Race. Ganz stark. Beide mit 2 Toten jetzt. Und Shelbert leicht vorne. Ja, wir haben natürlich in Baby Shells schon so einiges gesehen. Der Shell Jump gehört ja zum Grund. Arsenal. Oh, sehr schöne Einjump-Technik hier von Chelbert. Gewinnt dadurch natürlich nochmal ein bisschen Zeit. Ganz stark. Voxic geht hier auf die sichere Taktik. Das ist auch jedes Mal, wenn ich Chelbert da seine Strategie machen sehe, da denke ich mir auch, ui. Uiuiuiui. Da muss man auch ordentlich Mut für haben, um familienfreundlich zu bleiben. Ja. Mut und keine Nerven. Zumindest keine zeigen. Ganz starke Leistung von Shelbert an der Stelle. Auch die Janky Slopes haben sehr gut geklappt. Keine Probleme mit dem Durchrutschen. Wie sieht es nun bei Voxic aus? Auch problemlos, fehlerfrei durchgerutscht. Ja. Damit die Prediction natürlich schon seit längerem hinfällig. Jetzt natürlich der gefürchtete Baby River. Kriegt man die Tür? Ja, frame perfect. Und im Spiel um Platz 3 haben wir hier bei Smash the Ghosts natürlich schon so einiges gesehen. Fura, was meinst du? Wie gestaltet es sich für die beiden Runner hier in diesem zweiten Ghost House? Das ist eine schwierige Frage. Also, ich denke mal, dass beide Spieler mit der ersten Hälfte keine Probleme haben werden. Zweite Hälfte bin ich mir nicht so ganz sicher. Die kann manchmal tricky sein, wenn man die länger nicht gespielt hat. Vielleicht gibt es Probleme mit dem Throwblock. Das war knapp bei Chelbert. Holy moly. Da habe ich kurz gedacht, das reicht nicht. Aber sehr solide. Voxic jetzt auch an der Pipe. Ja, krass. Zu Anfang des Turniers war auch gerade dieses Level schon meistens so eine Art Run-Killer für sehr viele Leute. Dicht gefolgt hier von Chuck Garden. Hier können auch einmal viele Kleinigkeiten schieflaufen. Aber Voxic und Chelbert zeigen gerade auch nochmal sehr gut, warum die beiden es verdient haben, heute hier im Finale zu stehen. In der Tat, so konstant und so sicher. Wir haben hier auch gesehen, Chelbert, die etwas schnellere Taktik hier an dem Chuck, den man benötigt, um die Blöcke zu durchbrechen.
Also wieder ein bisschen Zeitgewinn, wenn er sich jetzt keinen Fauxpas erlaubt. Hier beim letzten Chuck. Oh, sehr stark. Direkt den ersten Football genommen. Und ganz, ganz stark wieder. Vermutlich ein Zeitgewinn. Oh, auch Voxic mit dem ersten Football. Die beiden schenken sich echt gar nichts. Das ist Spitzenniveau hier. Wirklich knapp hintereinander. Shellbird jetzt hier auf dem ersten Yoshi, während Voxic das Level betritt. Ah ne, auf dem zweiten schon. Und hier sterben die Yoshis natürlich reihenweise, beziehungsweise werden in den Abgrund geworfen. Vielleicht sind da unten ja auch ein paar weiche Wolken, auf denen sie landen. Und dadurch passiert ihnen nichts. Ja, stimmt, das sieht man da ja auch gar nicht. Ich meine, die Lava kommt erst später und da wird kein Yoshi reingeworfen. Vielleicht ist da ja auch einfach die Yoshi-Tagespflege. Das Yoshi-Land. Genau, die. Das Yoshi-Land im Mario-Möbelhaus. Der grüne Yoshi möchte gerne aus dem Yoshi-Land abgeholt werden. Bim, bim, bim. Ja, interessant dann natürlich nur, welcher der grünen Yoshis aus diesem Level. Das sind ja doch einige. Ja, es gibt nur einen Yoshi. Das habe ich letztens irgendwann, das habe ich in einem Stream gelernt. Es gibt nur einen Yoshi. Egal welche Farbe er hat, egal wo er steht. Super Mario World kann es ja nicht, nicht gut handhaben, wenn zwei Yoshi-Sprites auf dem Bildschirm sind. Der zweite verschwindet dann immer so, dass man immer nur einen sieht. Was jetzt die Frage offen lässt, was passiert mit dem anderen Yoshi? Der wird ja unsichtbar, aber wo geht der hin? Ja, also das ist mir zu hoch. Quantenphysik, da kenne ich mich nun gar nicht aus. Ich mich auch nicht. Sehr schön. Reden wir lieber über diesen Boss. Tatsächlich der einzige Boss, bei dem auch Shellbird RNG Manipulation benutzt. Einfach weil es sich da gar nicht lohnt, auf irgendwelche RNG-Muster zu achten und drauf zu gehen. Es ist wesentlich angenehmer und einfacher, da das Muster zu kennen und dann einfach das Schema F auswendig zu lernen. Ja, zumal Wendy als rotfarbige Sprite-Nutzerin hier mit der Lava auch keinen besonders großen Kontrast aufweist, was natürlich schwierig macht, das zu erkennen. Wenn man dann natürlich noch das Pech hat und eben den unten ist oben Sprite zu bekommen, das passt, kommt ja auch mal vor, dass die Kopf über auftaucht, dann sieht man so gut wie gar nicht. Und das vermeidet man hier natürlich schön. Ja, definitiv ein Vorteil, für den man gerne auch die kurze Screen-Übergangszeit hinnimmt, sind ja, glaube ich, wie viele Sekunden waren es? 6 oder so? Für raus, rein. Ist auf jeden Fall nicht viel. Kann aber auch das Zünglein an der Waage sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wenn selbst ein Spieler wie Shellbird, der nun schon auf einige riskante Speedstrats gegangen ist, wenn selbst er da an der Stelle sagt, ne, mache ich nicht, lohnt sich nicht, ich glaube, dann können wir sicher sagen, dass sich das nicht lohnt. Stimmt. Wir werden sicherlich auch noch einige andere interessante Strategien sehen, die auf Geschwindigkeit ausgelegt sind, im Speziellen von Shellbird. Voxic vertritt ja die Meinung, Safe Strats sind Speed Strats. Wirkt hier jetzt aber auch gerade etwas ungeduldig an dieser Stelle. Ja, niemand wartet gerne in diesem Level. So, Shellbird ist fertig, hat die Uppipe gut bekommen, so auch Voxic und schließt jetzt auch das Level ab. Das ist hier also wirklich Kopf an Kopf, Hand in Hand, Schulter an Schulter, Seite an Seite. Die beiden trennen nur wenige Sekunden.
Und Smashing Tears, da haben wir auch im Laufe des Turniers schon einige unglückliche Begebenheiten gesehen. Bleibt natürlich gespannt, passiert es hier auch? Jailbird macht das sehr gut. Jetzt hier nochmal der Muncher kurz vorm Midway. Gut gemacht. Geht problemlos durch die Tür und widmet sich jetzt der zweiten Hälfte. Ja, und dass wir hier jetzt gerade abwechselnd Standbilder bei beiden Spielern haben, das macht das Ganze natürlich nicht weniger spannend, wenn wir jetzt sogar nur noch die Passage von einem Spieler gerade sehen. Ja, wir fragen uns, also ich weiß nicht, schauen wir uns, du hast auch ein Standbild bei Vox hier gerade, ne? In der Tat, in der Tat. Aber das macht ja nichts. Wir sehen ja noch Jailbird. Und, Voxic ist ja eh ganz kurz dahinter bestimmt. Weil Jailbird ist noch nicht gestorben und Voxic bestimmt auch nicht. Nö, ich denke mal, das passiert. Vor allem nicht hier. Wobei doch, wir haben hier schon einiges gesehen in No Time to Breathe. Das ist immer mal wieder für einen ungünstigen Tod gut. Zum Glück gibt es hier nicht die 100% Kategorie. Denn da müsste man ja diesen Yoshi-Jump hinbekommen. Hier in der Any% muss man einfach nur durchlaufen. Was Jailbird sehr gut gemacht hat. Und auch Voxic Luft geholt, durchgelaufen und nicht einmal gab. So, jetzt natürlich, wie hieß es noch, Baby's First P-Run. Auch ein sehr schnelles Level mit kaum Zeitgewinn. Je schneller man in der ersten Hälfte ist, desto länger muss man im Endeffekt vor den Blöcken warten. Und das Einzige, was man hier rausholen kann, ist in der zweiten Hälfte, ich glaube nicht mal eine Sekunde, hier gegen Ende. Ja, rausholen kann man nicht viel, aber verlieren dafür umso mehr. Oh ja, das stimmt. Gerade wenn man bedenkt, dass eventuell der P-Timer abläuft, dann hat man einen kompletten P-Timer verschenkt, weil man vielleicht eine halbe Sekunde zu langsam war. Das ist natürlich dann immer super ärgerlich. Und wir haben hier im Chat schon die Vermutung gelesen, Voxic ist schon gestorben, aber der Todeszähler sagt etwas anderes. Nach wie vor 2 Tode für Voxic und beide hier immer noch dicht beieinander. Ein kleiner Ausrutscher und das kann sich ändern. Ja, und gerade auch das letzte Castle ist immer wieder für Überraschungen gut. Wir haben schon einige Extra-Runden beim Reznor gesehen, wir haben schon einige unglückliche Tode bei irgendwelchen anderen Passagen gesehen, wo man es gar nicht auf dem Schirm hatte, ob man dann doch in den Geist gesprungen ist oder irgendwie komisch neben eine Bombe oder sowas. Es ist noch viel drin. Es bleibt weiterhin spannend. Ja. Und Jailbird hier nicht mit der Einzelsprungtechnik, sondern mit einem Doppeljump, aber niedriger als Voxic. Hat hier also wieder ein bisschen Zeit gut gemacht. Hier jetzt nochmal der Eisphysics-Raum mit dem Maulwurf. Macht er hier gut und kommt durch. Macht Voxic es ihm nach? Das ist die Frage. Und was passiert beim Reznor? Oh Gott. Aus Spannungsgründen lassen wir das jetzt erstmal verdeckt. Und wir gucken mal auf Voxic in der Zeit. Oh Gott. Oh Gott, ey. Ist auf jeden Fall ein Kopf an Kopf rennen hier. Und wir sehen schon das Course Clear jetzt bei Jailbird. Das war natürlich nicht beabsichtigt. Aber kann nun mal vorkommen. Ganz dicht beieinander die beiden Runner drin. Nicht mal 20 Sekunden, was also wirklich unglaublich stark ist. Das war jetzt nicht gut für unsere Herzen, liebe Leute. Ja, und wir lesen es hier knapp am Weltrekord vorbei. Ja, tatsächlich nur 2 Sekunden langsamer als seine persönliche Bestleistung, der Weltrekord. Mit 2 Toten, die zugegebenermaßen auch relativ unnötig waren. Dickes GG für den ersten Sieg an Jailbird. Ja, Mensch, ey. Was ein erstes Rennen des Finales.
Also ich glaube, da haben wir nicht zu viel versprochen, dass das heute hier spannend werden wird. Chat, wie seht ihr das? Seid ihr auch so hyped? Seid ihr auch so niedergeschmettert von, wie spannend war das bitte? Wir haben beide Runner mit 2 Toten. Ein Unterschied von, ja, grob 15 Sekunden. Bisschen mehr rumgerundet. Was will man denn da mehr haben? Unglaublich, unglaublich. Die erwartet spannenden Races hier. Und ja, wir haben es eben auch schon im Spiel um Platz 3 gesehen. Erste Runde, Sieg für Sakaya und dann ein unglaubliches Comeback von Necrosky, der sich dann noch den Sieg geholt hat in den Rennen 2 und 3. Das ist natürlich die Frage. Denkst du, Voxic holt sich jetzt das zweite Race? Das ist eine schwierige Vorhersage. Also wir wissen auf jeden Fall, dass beide Runner das Potenzial haben, hier einen echt krassen Run hinzulegen. Also Voxic schreibt gerade selber schon, besser wird es bei ihm nicht mehr heute. Na, mit der Einstellung, ne, mein Junge, wird das auch nichts hier, hör mal. Selber schon aufgegeben hast, dann musst du jetzt mal, ne, einfach, geht gut, kennen wir ja. Besser wird's nicht. Ja, nicht mit der Einstellung, das stimmt. Aber 27.03 ist natürlich auch ein unglaublicher, also ein unglaublicher Run. Und dass Chabot das noch toppen kann oder konnte, ist natürlich noch unglaublicher. Also ist, man hört es vielleicht, ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus, absolut starke Leistung von beiden Runnern bisher. Und ich habe gelesen, ja, das war so souverän, dass die Spannung schon fast sank. Aber wir haben ja auch gesehen, beide Runner sind eben nicht davor gefeit, auch mal einen Tod an einer ungewohnten Stelle zu machen oder zu erleiden. Und dann, ja, kann das ganz schnell mal passieren. Also die Spannung ist schon da und sie ist hoch. So wie vermutlich auch die Anspannung der beiden. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass wir gespannt bleiben können auf das nächste Rennen. Ja, also wir haben es halt vorhin auch schon mal irgendwann erwähnt, Chabot ist auch einfach eine krasse Maschine des Speedrunnings. Und wir haben auch hier in diesem ersten Rennen sehr gut gesehen, was diese beiden Runner voneinander unterscheidet. Also Chabot ist teilweise auf sehr riskante Strategien gegangen, hat einmal ein bisschen Zeitverlust damit eingesteckt, aber konnte ihn am Ende mit den ganzen geglückten, leicht schnelleren Strategien dann doch wieder rausholen und noch weiter zu einem Vorsprung aufbauen. In der Tat, da hat es sich dann für ihn ausgezahlt, die Speedstrats zu gehen. Auch wenn sie riskant waren, ich kann wohl mit Sicherheit behaupten, die wird er oft genug geübt haben. Ja, er hat das vielleicht schon ein paar Mal gespielt, dieses Spiel. Könnte meinen, er habe da kurz mal reingeschnuppert, ja. Nach dem ersten Playthrough vor kurzem direkt noch ein zweites Mal gespielt und gedacht, ach ja, da nehme ich am Turnier teil. Hat man natürlich nicht. In den Weltrekord-Run, den er hochgeladen, also eingereicht hat, mal kurz reingespickt, da sind es 58 vollendete Runs von 705 Versuchen. Ich glaube, er hat sich das Spiel ein paar Mal angeschaut und kennt das ganz, ganz, ganz okay. So, ich glaube, er weiß, was da drin vorkommt. Ja. Davon ist auszugehen. Und ja, wir lesen es auch gerade nochmal im Chat hier. Natürlich für Voxic jetzt auch ganz ungewohnte Situation, mal ein Spiel zu verlieren. Der hat ja alles gewonnen bis hierhin. Ebenso wie Chelbert. Oder? Oder hatte Chabot gegen Sakai eine Runde abgegeben? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das war Necro in der Vorrunde. Und großartig. Jetzt müssen wir natürlich sehen, kann sich Voxic von diesem Schlag ins Kontor erholen? Er liegt zurück, der Druck liegt jetzt auf ihm. Er muss jetzt performen, er muss die Leistung bringen. Um hier noch eine Chance auf den Gesamtsieg im Turnier zu haben. Und der Spickzettelblick in den Turnierbaum sagt tatsächlich, Chabot und Voxic Taste, beide ungeschlagen in der Gruppenphase.
trafen erst hier im Finale aufeinander und ja, damit hat Voxic das allererste Mal, wie du schon so schön gesagt hast, verloren in diesem Turnier. Bemerkenswert. Also für beide, dass sie hier ohne Niederlage durchgekommen sind. Ganz, ganz stark. Und natürlich als geneigter Beobachter des Turniers kann man natürlich auch feststellen, dass alle, die sich aus der Gruppe von Shelbert qualifiziert haben, bis ins Halbfinale gekommen sind, plus Voxic, was auch schon ziemlich, ziemlich stark ist. Und stark ist jetzt auch der Start des zweiten Rennens. Gib nochmal Gas. Im Chat, yay, den Hype, auf geht's! Wir bleiben natürlich unparteiisch, aber mehr Kaizo ist besser als weniger Kaizo, also Voxic sieht zu. Ja, ist halt leider auch wirklich so. Es war ja auch gerade eben, Sakaya vs. Necrosky war ja auch das große Problem. Wir wollen natürlich alle ein sehr spannendes Match sehen. Wir wollen natürlich auch alle noch Matches sehen. Deswegen muss Voxic dann jetzt halt einfach gewinnen. Ansonsten ist der ganze Chat traurig und wir natürlich auch. Und das wollen wir doch nicht, oder? Nein, aber kein Druck. Ja, bloß kein Druck. Also entweder sind alle traurig, ne? Aber kein Druck. Bloß nicht gestresst fühlen. Ja, und beide Deathless durch Level 1. Die Frage ist, wird's diesmal Welt 1 auch Deathless? Voxic hatte das ja geschafft im ersten Run, Shelbert nicht. Ja, das ist natürlich eine großartige Frage. Ich denke, wir sehen auf jeden Fall keinen Tod in dieser Welt, weil, wie du schon sagtest, Voxic hat das ja gerade eben schon mal so schön gezeigt, wie er das machen kann. Shelbert hat wahrscheinlich jetzt aus seiner Niederlage bei der Speedstrat wahrscheinlich das Timing gelernt und wird die ohne Probleme hinkriegen und damit nochmal 3 Frames rausholen. Ja, wobei das ist schon fast eine Sekunde, glaube ich, die man da spart. Ja, das kann gut hinkommen. Aber bei Dark Side of Kaizo auf den Jump ohne Kaizo-Block zu gehen, das ist schon eine besondere Art von Wagemut. Nennen wir es mal so. Wagemut, der sich auszahlt. Leichtsinnigkeit, die sich auszahlt, wird ja dann häufig als Wagemut bezeichnet. Wenn wir uns natürlich vorstellen, er hätte bei Dark Side of Kaizo die Safe Strat genommen, dann hätten wir hier schon einen Weltrekord gesehen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. An so einer kleinen, feinen Sache ist es dann im Endeffekt gescheitert, einen neuen Weltrekord zu erlaufen. Aber das klingt auch wieder alles viel zu düster. Ich meine, 2 Sekunden über Weltrekord muss man mal eben so aus dem Ärmel schütteln können. Das ist eine krasse Leistung, die wir da vorhin gesehen haben. Naja, ist ja sein Weltrekord. Also für ihn wahrscheinlich einfach nur ein ganz normaler Donnerstag. Ja, das könnte sein. Und hier beide auch sehr schön, schon wieder kleiner Vorsprung für Shelbert, wenn ich es richtig sehe, der jetzt hier auch die Uphype im First Try nimmt und Voxic knapp dahinter. Ein Problem für Shelbert hier auch in der zweiten Hälfte. Holt sich die 30 Punkte und wir wissen ja, am wichtigsten ist es, die Bonuspunkte am Ende möglichst hoch zu haben. Alte Speedrun-Weisheit. Jetzt gehen beide Runner in Ropes on our Toys. Voxic ist schon einmal gestorben. Huch. Das muss aber auch ein sehr günstiger Tod gewesen sein. Hey Mensch, da guckt man einmal nicht hin. Ja, ich hatte mich auch auf Chelberts Seite konzentriert und dann, Voxic einmal gestorben. Also keine Deathless World 1 für Voxic. Aber Chelbert hat ja noch die Chance.
hier mit allen Speedstrats und ohne Tod durchzukommen. Also durchs komplette Spiel. Beide problemlos durch. Ropes are not toys. Machen das hier sehr solide, sehr gut. Sehr schön. Jetzt die Sandstone Caverns. Ja, und vielleicht sehen wir jetzt in dieser ersten Welt quasi eine Spiegelung, dass Voxic mit einem Tod rausgeht und Shelbert hier Deathless macht. Das könnte auch alles noch drin sein. Ja. Aber sag mal schon, Mounts, was ist denn so dein Bauchgefühl zum Ausgang dieses Matches? Insgesamt oder jetzt dieses zweiten Races? Erstmal nur des zweiten Races. Ach so. Ja, ich meine, nach dem ersten Race, schwer zu sagen. Unter der Voraussetzung, dass Shelbert seine Speedstrats nach wie vor gelingen, gehe ich davon aus, dass es nach diesem Rennen zu Ende ist. Sollte er sich da allzu weit aus dem Fenster lehnen oder ein ungünstiges Pattern vielleicht auch beim ersten und zweiten Boss bekommen, kann das schon wieder ganz anders aussehen. Also ich mag mich da nicht so richtig festlegen, weil das Leistungsniveau beider Kontrahenten ist einfach zu dicht beieinander, dass man da jetzt eine Aussage treffen könnte. Höchstens die Motivation, hat man ja eben schon in der Pause kurz gemerkt, als sich Voxic zu Wort gemeldet hat. Ja, ist bei ihm wahrscheinlich eher so mittelmäßig. Und Shelbert, der will sich hier natürlich den Titel holen. Also gehe ich, weiß nicht, wie siehst du es? Ja, es ist halt wirklich schwierig. Also erstmal wäre es dafür sehr hilfreich, wenn wir wieder Bild von Shelbert sehen. Tada, wie aufs Kommando geschossen. wir sehen, der Abstand zwischen beiden Spielern ist jetzt nicht... Oh mein Gott, Shelbert ist gerade gestorben. Hätte ich meinen Mund nicht aufgemacht. Ach, wir haben ja vorher schon Bescheid gesagt. Ja, wir haben es angekündigt. Jetzt haben wir also auch bei Shelbert einen Tod gesehen. Es muss wahrscheinlich der erste gewesen sein, weil sonst der Abstand, glaube ich, nicht so gewesen wäre, wie er war. Jetzt sind wir natürlich gespannt. Wird die... Oh, die RNG wird manipuliert bei Shelbert. Ungewohnt. Und, direkt nochmal. Oh. Was ist da los? Gibt's da technische Probleme vielleicht? Das ist jetzt bitter. Das war ein großer Zeitverlust auf Shelberts Seite. Ja, oder war das vielleicht einfach die alte Kaizo-Bieler-Krankheit? Hauptsache nach rechts gedrückt. Man kennt es. Level, die eben nicht mit einem direkten Lauf nach rechts beginnen, resultieren häufig erstmal in einem in einigen bis mehreren Toten. Ja. Es kann halt auch wirklich sehr, sehr oft dann gerne mal hintereinander passieren, dass man nach rechts hält, wie immer, ne, in Anführungszeichen, und man stirbt und man denkt sich, ja, verdammt, beim nächsten Mal hält man wieder rechts, und nächstes wieder, verdammt. Ja, man kennt's. Ganz genau. Und uns oder im Speziellen mir wird jetzt hier auch das Jinxen vorgeworfen. Überhaupt kein Problem, sowohl Lord Furafura als auch mich kann man ganz bequem auch für Hochzeiten und größere Geburtstage zum Jinxen buchen. Wer darauf Lust hat? Oh ja. Wer irgendwie einen Cousin hat oder so, bei dem das witzig wäre, wenn er einen Senffleck auf seiner Krawatte hätte, ruft mich an. Kriegen wir hin. Ja, wenn ich mir das gerade vorstelle, kann ich mich nur schwer zurückhalten. Aber gut, konzentrieren wir uns mal wieder auf das Rennen. Ich bitte es zu entschuldigen. Ach. Ja, ne? So. Ist auf jeden Fall hier ziemlich, ziemlich Kaizo-ig, dieses Baby Kaizo. Plattform-Hopping ist meistens so ein Level, wo nicht viel Zeit rauszuholen ist.
Am Ende die Speedstrat, nicht mal Jailbird geht auf sie. Das heißt, die muss wohl echt ein bisschen riskant sein. Kann ja über den letzten Mancher nochmal irgendwie drüber springen, aber das lohnt sich anscheinend nicht. Ich hatte das ein paar Leute schon mal üben sehen. In den Races wird es eigentlich nie gemacht. So. Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr knappe Strategie. Und auch die Tatsache, dass Jailbird das nicht macht. Wie du schon gesagt hast, der Jailbird nimmt sich ja wirklich jede Speedstrat, die mit einigermaßen solider Konstanz hinbekommt. Und das zeigt natürlich auch, dass das zwar möglich ist, aber scheinbar extrem schwierig. Hier nochmal Sakai Strat. Von beiden erfolgreich durchgeführt. Sehr schön. Oh, und wo ich das gerade bei Precision Sucks gesehen habe. Baby River ist auch so ein typisches Level dafür, wo man einfach rechts hält und dann von der Tür wegläuft. Sich dann jedes Mal im Speedrun denkt, ja. In der Tat, manch einer macht sich da Gedanken über frame-perfekte Türen, der andere hofft einfach drauf, nicht nach rechts zu drücken. Ja, genau. Und das war ja auch das Interessante immer in der Anfangsphase hier in dem Turnier, weil denn ja teilweise genau solche verschiedenen Spielniveaus aufeinander geprallt sind. Alle, die im Vorfeld gegen Jailbird ran mussten oder gegen Voxic oder gegen Pyradante oder gegen all die anderen, die es dann im Endeffekt in die Bracket-Phase beziehungsweise dann auch jetzt hier ins heutige Spiel um Platz 3 und Finale geschafft haben, ran mussten. Ich glaube, dieser Satz war so lang, der hätte auch in einem Philosophie-Hauptwerk stehen können. Es tut mir leid. Thomas Mann lässt grüßen. Worauf ich hinaus will, ist, die einen machen sich Sorgen um, oh mein Gott, ich habe dir die Tür einen Frame zu spät genommen. Ach, so ein Zeitverlust, Mensch. Und die anderen denken sich halt, yay, richtige Richtung, woo! Hey, keine Stunde. Ja, hey, keine Stunde. Nice. Ja, aber ich sag mal, alles über 27:15 wäre hier für beide Runner vermutlich eine gefühlte Negativleistung. Ja, absolut. Und wie der Kami das auch gerade schon so schön schreibt, oder man geht ins Yoshi-Haus. Da spielt er natürlich auch auf einen Spitzenklasse-Spieler der Kaizo-Szene an. Mhm. Meine Wenigkeit, ne? Ist auch stark. Muss man erstmal machen. Nochmal kurz beim Yoshi-Haus vorbeischauen. Am Anfang von so einem Rennen, ne? Man hat ja Zeit. Ja, kann man ja machen. Unnötig zu erwähnen, dass ich die Matches danach auch verloren habe, ne? Ja gut, aber wenn man im Yoshi-Haus vorbeischaut und schon mal guten Tag sagt, spart man sich dann wahrscheinlich später den Deathloop in Dragon Caverns. Ja. Erstmal mit den Yoshis vertragen. Ja, es ist nicht zu unterschätzen, hier sich auch die vermeintlichen Gegner in einen wohlgesonnenen Status zu versetzen. Denn letzten Endes laufen die ja eigentlich auch nur durch die Gegend. Wenige sind hier wirklich mit bösem Willen unterwegs. Und Voxic hier auch im zweiten Castle ohne Mid-Earth-Womp. Ich gehe davon aus, bei Jailbird sehen wir wieder den Mid-Earth-Womp. Wodurch er wahrscheinlich... Kurze Linksschleife vom Voxic-Taste. Um dann sicherzustellen, dass er jetzt halt auch das schnellere Muster bekommt, auf das er sich jetzt hier schon so eingeschossen hat. Ja, die gute alte RNG-Manipulation. Und Jailbird hier kurz die Tür verpasst. Türen sind auch schwer zu treffen. Auch wenn sie groß sind. Boah. Ganz stark. Wow. Ja, und besser kann es gar nicht laufen hier. Einfach easy, schnell die drei Hits hintereinander weg und ordentlich Zeit gut gemacht. Ja, auch schneller kann man das, zweite Castle auch nicht erledigen, meines Wissens nach. Er hat die Speedstrat beim Swamp benutzt.
mit Earthbomb. Bis auf den kleinen Lapsus, sag ich mal, an der Tür. Vielleicht 0,5 Sekunden wären noch drin gewesen. Aber ansonsten ist das schon, wie man im Englischen sagt, close to perfection. Dicht an der Perfektion. Voxic hingegen macht den zweiten Shelljump unperfekt, stirbt und gibt Chelbert dadurch wieder die Gelegenheit, ein bisschen aufzuschließen. Und hier macht sich seine Speedstrat nicht bezahlt. Gern geschehen. Wie aufs Kommando. Und jetzt ist der kurze Frustmoment, wir kennen es. Man stirbt einmal in einem Level, man stirbt danach nochmal, man ärgert sich, man ist ein bisschen unkonzentrierter. Das ist jetzt natürlich ein großer Zeitverlust für Chelbert. Dass er da an dem Mancha gestorben ist und da jetzt nochmal neben die Shell springt. Oh mein Gott, was ist denn da los? Ja. Also, meine Meinung zu diesem Level sind hinlänglich bekannt, die muss ich nicht nochmal äußern. Ich kann es total nachvollziehen von Chelbert. Ob er da jetzt mit sich abgeschlossen hat und gedacht hat, ach komm, ich übe das jetzt einfach nochmal und mache das mit der Speedstrat. Einfach um die Nerven wieder zu bekommen. Okay, jetzt nochmal. Durchaus möglich. Sichere Strategie, um es zu Ende zu bringen. Ja, aber Voxic ist natürlich jetzt schon deutlich voraus. Deutlich. Im Kontext der Qualität dieser beiden Runner, ja, zugegeben. Jetzt muss Chelbert halt wirklich darauf hoffen, dass Voxic sich noch den ein oder anderen größeren Schnitzer leistet. Um ja, da ich noch denke, zwei große. Entschuldigung. Alles gut. Alles gut. Ja, um da noch ranzukommen, also zwei größere hier jetzt zum Beispiel am Ende des Levels den Plattform-Skip nicht zu schaffen, also beziehungsweise hier zu kurz zu springen und dann eben den Midway nicht zu bekommen, wäre zum Beispiel ein solcher Fehler. Oder jetzt hier der Throwblock respektive Uphype, das wären jetzt Fehler von Voxic, die Chelbert natürlich nochmal eine große Chance verschaffen würden. Aber wir haben eben auch schon gesehen, die Blöße gibt er sich nicht und hat jetzt das komplette zweite Ghost House zwischen sich und Chelbert gebracht. Ja, auch sehr beliebte Tode, um so einen Vorsprung nochmal auszugleichen, wäre es am Ende von Unhealthy Cola die Uppipe zu verpassen. Mhm. Oder generell irgendwas in diesem Level nicht richtig zu machen. Das dauert ja alles so unsagbar lange. Aber ja, bleiben wir gespannt, was für Strategien Chelbert jetzt fahren wird, ob er weiter seine super riskanten Speedstrats hier und da nochmal auspacken wird. Oder ob er sich jetzt denkt, okay, gut, alles einfach mal sicher runterspielen. Wir können auf jeden Fall gespannt bleiben. Ja, ich glaube, es gab schon mal eine ähnliche Situation, wo Chelbert nicht so gut reingestartet ist und da meinte er dann im Abschlussinterview, also er hat dann das Race noch gewonnen, aber der Start war nicht so überragend und er meinte dann, das hat ihm eher Ruhe gegeben, weil er dann nicht mehr so angespannt war, weil es nicht mehr so dicht an dicht war. Wie gesagt, Chelbert lässt sich ja auch immer gerne nochmal den Zwischenstand geben. Ja, und er hat auch echt wirklich sehr, sehr starke Nerven, dass er halt wirklich so ruhig dann dadurch wird. Ich kann es verstehen, ich hatte bei manchen von meinen eigenen Rennen, habe ich dann auch einfach den Gegner-Stream auf einem Nebenmonitor angemacht und da mal zwischendurch reingeguckt, weil das tatsächlich sehr, sehr beruhigt. Also mich zumindest beruhigt zu wissen, wo ich bin. Ui, komischer Tod bei Voxdick. Ist da irgendwie ein Knopf geblieben? Ja, Mensch, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ja, genau. Es kann tatsächlich sehr, sehr beruhigend wirken, wenn du weißt, wo dein Gegner ist. Selbst wenn es dir sagt, hey, ich bin ein bisschen hinten, dann kann ich das schon mal sehr beruhigen und aus diesem Gedankenkreis rausholen. Hey, wo bin ich? Was mache ich? Wie schlage ich mich?
Und ja, deswegen verstehe ich das bei Chelbert, wenn er sich das zwischendurch dann mal zugute führt, wo sein Gegner ist. So. Jetzt Dragon Cavern, Checkpoint bei Chelbert. Sind wir mal gespannt, wie er sich hier schlagen wird. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er irgendwie Probleme haben wird. Es ist ja eigentlich eine sehr solide, runterspielbare Hälfte. Und ja. Da war sie auch schon vorbei. Da war die zweite Hälfte auch schon vorbei. Voxic jetzt allerdings schon mit einem enorm großen Vorsprung im Bossfight des letzten Castles. Chelbert hat noch die Disco-Shells vor sich. Jo. Disco-Shells ist natürlich ein kurzes Level. Aber da ist ja nicht nur das Disco-Shell-Level, sondern auch das komplette Castle noch zu. Ja, das stimmt, das stimmt. Und wir haben jetzt zwar nicht bei Chelbert, und ich glaube auch nicht bei Voxic. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe da sehr auf Chelbert geachtet und nicht auf Voxic. Ich glaube, wir haben heute keine Probleme mit der Disco-Shell gesehen bei diesen beiden Runnern. Ja. Bei Necroskull schreibt es auch gerade in den Chat, 9 Tode. Zustände wie im letzten Rennen hier, ja. Dieses Match ist irgendwie anders gelaufen. Ich weiß nicht, was da los war. Baby-Shells war gemein. Ja, Baby-Shells hat sich ja auch im Laufe des Turniers schon öfter mal als das Zünglein an der Waage ja, gezeigt. Von daher, ja, nicht so überraschend, aber dass es hier im Finale natürlich passiert, dann schon. Aber wir sehen es, in diesem Fall entspricht es zu 100% der Wahrheit, das passiert den Besten. Ja. Ja, aber wirklich im wortwörtlichen Sinne. Ja, man kann sogar noch weitergehen, es passiert dem Besten, wenn man nach dem speedrun.com Leaderboard geht. So, hier das Maul-Level jetzt für Chelbert. Mal schauen, ob er das auch gut hinter sich bringen kann. Voxic währenddessen unhealthy Cola. Du hast eben schon gemeint, ja, man kann hier auch ganz gerne mal sterben. Wir sehen es natürlich, es wird spannend. Besonders im Hinblick auf die Uppipe am Ende, die jetzt kommt. Das ist immer ein sehr stressiger Punkt in diesem Level. Trommelwirbel und Tusch. Vor allem mit der Uppipe, wenn du zu früh auf die Plattform gehst, wir haben es oft genug gesagt und teilweise sogar schon gesehen, wenn man zu früh auf die Plattform geht, dann stirbt man noch am Mancha. Wenn man zu lange auf der Plattform wartet, dann stirbt man am Mancha. Wenn man nicht irgendwie oben und links drückt, dann springt man manchmal gegen die Pipe, aber nicht in die Pipe und. Also es sind sehr viele Sachen, die man falsch machen kann. Die man gar nicht so unbedingt auf dem Schirm hat, wenn man das Spiel anfängt, die einen aber zur Weißglut bringen, wenn man die Speedruns versucht zu perfektionieren. Ja, in der Tat. Ja, hier kam auch nochmal die Frage auf, wer das erste Rennen gewonnen hat vor einigen Minuten. Da möchte ich nochmal auf das grandiose Layout von Griswold Alpensturm verweisen an der Stelle. Die Frage an sich wurde natürlich schon beantwortet, aber man kann es auch daran sehen, wessen Stern leuchtet. Das ist noch ein kleines grafisches Element. Hier eine unglaublich schnelle Uppipe von Chelbert. Stark! Wartet dann noch nicht mal, bis die Mancher unter der Plattform sind, sondern gönnt sich das freie Stück und nimmt die Uppipe, als hätte er keinen Tag was anderes gemacht. Ja, Chelbert ist auf jeden Fall immer wieder für eine Überraschung gut. Das kann ich gar nicht oft genug betonen, einfach. Was der Kerl für einen Speedrunner ist, da suchst du echt seinesgleichen, tatsächlich. Eine Instanz. Ja. Also zumindest bisher war es ja so,
wenn Shelbert einen Weltrekord haben wollte von einem Super Mario World Hack, dann hat der halt den auch sich einfach ergrindet. Egal, wo der gerade war, der hat da einfach sich hingesetzt, hat den Hack gespielt und gespielt und gespielt und ihn irgendwann einfach dann eingesackt. Das merkt man hier nur zu gut. Ja, und Shelbert hat da auch eine interessante Taktik ranzugehen. Er holt sich natürlich auch Informationen aus anderen Runs, geht da also quasi nochmal in die Recherche sogar, um die Runs zu optimieren, die er sich holen möchte. Und hier hat er sicherlich auch noch Potenzial gesehen. Ich sag mal, im Bereich von einer bis einer halben Sekunde macht das wahrscheinlich aus. Und das, ja, ich weiß nicht, wie viele Speedrunner an sich so methodisch an einen Run herangehen, eben nochmal sich das Wissen einfach anzueignen, mit, ich sag mal, Ideen, auf die man selbst in der Kürze der Zeit vielleicht nicht kommt. Klar, man hat Erfahrung, man weiß, wie sich die Sprites, wie sich Objekte miteinander verhalten. Allerdings ist es ja nicht so selbstverständlich, dass man mal hier dies oder das ausprobiert. Ja, Stichwort Sakaya Strat. Bis zu diesem Turnier, ja, nicht existent oder kurz vorher aufgetaucht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und das zeigt ja auch wieder, dass man immer mal wieder ganz gerne was finden kann. Und das macht er sich dann natürlich auch zunutze. Also wirklich ein unglaublicher, ja, Kaizo-Wissenschaftler, Kaizo-Arbeiter, aber auch in dem Sinne, dass er wirklich, ich zitiere es nochmal, über das Training kommt, seine eigenen Worte. Und wie du schon so schön gesagt hast, er setzt sich dann halt hin und holt sich das. Jo. Und gerade auch das Angesprochene, sich bei anderen Runnern Strategien abgucken, Techniken austauschen. Das ist auch eigentlich das Schöne in dieser ganzen Speedrun-Szene. Man könnte ja meinen, das ist meine Strategie, die behalte ich für mich, damit nur ich das weiß. Und dann habe ich irgendwann den Weltrekord mit dieser Strategie. Und erst dann wird man der Welt zeigen, was man da für eine tolle Strategie gemacht hat. Das ist ja so gar nicht. Also, wie jetzt auch im Falle von der Sakaya Strat, da gingen dann Clips rum, da hat dann irgendwer gesagt, hey, guck mal, was man da machen kann. Haha, das ist voll witzig, guck mal, das spart sogar mega viel Zeit. Dasselbe auch mit dem Plattform-Skip im Ghost House der dritten Welt, den Voxic irgendwann mal gemacht hat und dann auch sagte, hey, guck mal wie easy das ist, probier das mal aus. Und das ist sehr schön, dass man sich hier gegenseitig auch unter die Arme greift, damit dann einfach jemand sein Ziel erreichen kann. Und ja, holy shit. GG ja, Voxic. GG Voxic mit einer nahezu identischen Zeit im zweiten Run. Im ersten Run waren es 27,3, jetzt 27,5 und man sieht auch hier, er kommt direkt in den Chat und äußert seine Freude über das Ergebnis. Also Voxic ist hier motiviert bis in die Haarspitzen, der hat richtig Lust auf das dritte Race. Auch noch hat sich hier wohlverdient das Unentschieden erkämpft und es bleibt spannend. Shelbert lässt sich jetzt aber natürlich verständlicherweise es auch nicht nehmen, hier seinen Run nochmal abzuschließen. Geht ja schnell. Okay. Ja, ich habe jetzt auch wieder Luft bekommen nach dieser grandiosen Beschreibung der Szenerie, Mr. Shamones. Sehr gut gelungen ist dir das. Ja, GG an Voxic. Und auch GG an dieser Stelle an Shelbert. Krasses Match. GG. Auf eine andere Art krass. Ich freue mich, dass wir noch ein drittes Match sehen werden. Und ja, Mensch, ey. Was kommt als nächstes? Kommt jetzt ein Unentschieden? Ja, jetzt hast du es gejinxt. Jetzt passiert es nicht mehr. Ich habe ja nur nachgefragt. Wir hätten uns absprechen sollen. Ja. Mit unseren Predictions. Wer gewinnt? Also ich sage, Shelbert gewinnt. Und du? Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage. Also nach dem ersten Match sah man ganz klar Shelbert Nerven aus Stahl, einfach sehr stark hier durchmarschiert. Jetzt im zweiten Match, ich denke mal schon, dass die Probleme in Baby Shells ihn dann auch ordentlich zu schaffen gemacht haben.
Das finde ich, hat man schon irgendwie gemerkt, dass dann die Todeszahl so hoch ging, dass man so viel den Rückstand halt ahnen konnte. Ich hatte im Chat, habe ich auch nochmal nachgeschaut, zwischendurch mir ja wieder Lord Spion an dieser Stelle. Er hat sich sagen lassen, 30 Sekunden hinten, 20 Sekunden hinten zu verschiedenen Zeiten. Und ich denke, er hat den Run dann auch einfach irgendwann abgehakt und sich gedacht, okay, komm, ich spiele ihn jetzt einfach zu Ende. Und dann machen wir Match 3 nochmal hier, zeigen wir nochmal, wo der Hammer hier hängt, ne? Ja gut, dadurch, dass du jetzt nicht Voxic gesagt hast, muss Voxic jetzt gewinnen. Ist logisch, weil ich habe ja Chalbert gejinxt. Ich wollte jetzt eigentlich aufs Unentschieden hinaus. Aber das macht nichts. Ja, und nochmal kurzer Hinweis. Gerade schon wieder die nächste Vorhersage im Gange. Da könnt ihr nochmal eure Kanalpunkte verzocken. Und wir sehen hier auch Chalbert. Wie du schon gesagt hast, also er lässt es sich jetzt nicht nehmen. Er geht nochmal rein. Ja, er geht nochmal dahin, wo es weh tut. Also wirklich im wortwörtlichen Sinne. Da, wo er eben den Run ja nicht weggeschenkt hat, aber halt verloren hat. Und jetzt will er es sich selbst und allen nochmal beweisen. Er trainiert hier einfach nochmal seine Strats. Und jetzt klappt es wieder. So knapp aus. Uff. Dass das überhaupt möglich ist, finde ich, ist einfach bemerkenswert. In der Tat, das erstmal auszuprobieren und zu sagen, ja, also ich glaube, ich versuche das jetzt mal so lange, bis es klappt. Das müsste doch. Ja. Das ist schon immer so ein Ding. Die Strat war mir jetzt wirklich auch noch nicht so bekannt. Ich hatte es bisher auch noch nicht verfolgt. Ich hatte eigentlich eher damit gerechnet, dass man vielleicht noch diese Pufferfisch Strategie, auf die ich ja noch warte, dass die RTA gespielt wird im Baby Beach. Der direkte Jump vom Torpedo auf die Plattform, auf den Pufferfisch und dann wieder zurück auf den Torpedo. Dass das nochmal jemand wirklich konstant durchzieht. Das wäre ein immenser Zeitgewinn. Ja, ne? Chalbert, hast du zugehört? Nee, bitte... der übt gerade. Ne, einmal bitte dann durchüben. Wir wollen das gerne mal in einem Run sehen. Oder Voxic kann sich natürlich auch jetzt angesprochen fühlen und sich denken, hey, vielleicht hole ich mir den Kindergarten-Prozent-Weltrekord zurück und grinde mal in so eine komische, schwierige Taskbot-Strategie rein. Ja, dafür kennt man Voxic jetzt nicht gerade, dass er sich die schwierigsten Strategien direkt raussucht, um sie zu laufen. Wie gesagt, er, ein Vertreter auf der sicheren Seite. Speed Strats sind die Strats, die sicher sind, was ihm ja auch jetzt recht gegeben hat. Er hat sicher runtergespielt, wieder mit einer unglaublichen Konstanz, wie eben schon erwähnt. 27.03 im ersten, 27.05 im zweiten und da kann sich Chalbert jetzt wahrscheinlich auch nochmal drauf einschießen, dass es das ungefähr eine Zeit sein wird, die es zu schlagen gilt. Um 27. So, und ich spreche jetzt einfach nicht das aus, was Kami in den Chat geschrieben hat, aber das wäre schön. So bin ich den Jinx umgangen und konnte nochmal den Fokus der Aufmerksamkeit auf dieses Statement legen. Das wäre doch mal was. Ja, das wäre was, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Was? Meinst du einfach, das ist unwahrscheinlich? Na. Find ich nicht. Das war jetzt der Versuch des Anti-Jinx. Sagst du fast noch vorher. Ich meine, ich spreche ja auch gerade mit minimal ironischer und sarkastischer Stimme. Allerdings, die Jinx-Energien, die haben da manchmal so ihre Probleme. Und missverstehen das dann. Kann man nichts machen. So, jetzt aber Match Nummer 3 dieses Finales steht bevor. Wir haben es vorhin schon mal kurz durchdiskutiert.
Der Chamons hat gesagt, Shelbert gewinnt und wollte damit provozieren, dass ich sage, dass Voxic gewinnt. Dem habe ich mich nicht hergegeben und ich habe eigentlich gar keine Prediction abgegeben. Und das will ich auch weiterhin nicht machen, ne? Wir lassen uns einfach überraschen. Was hältst du mal davon? Gut, das lassen wir offen. Wovon ich aber sehr viel halte, ist der Start des voraussichtlich letzten Rennens dieses Turniers. Drittes Race-Finale. Leute, kann es noch krasser werden? Gebt nochmal richtig Gas im Chat. Nochmal die Hypes. Auf geht's. Let's go! Unentschieden, Hype! Ja, Mensch. Baby Kaiser World, der Hack, den wir alle jetzt schon viel zu oft gesehen haben, den wir viel zu oft gespielt haben, er neigt sich dann doch langsam dem Ende. Denn in der Tat, das vermutlich letzte Match dieses Turniers hat begonnen. Außer wenn die beiden jetzt ein Unentschieden hinlegen, wird es wohl danach vorbei sein. Und ja, bleibt auf jeden Fall im Anschluss an dieses Match dran. Denn wie es danach weitergehen wird mit der deutschen Kaizo-Turnierszene und der Kaizo-Speedrun-Szene hier auf diesem Kanal, das wird im Anschluss an das Interview bekannt gegeben. Also wer sich dafür interessiert, direkt jetzt, wo gerade alle gebannt auf den Bildschirm schauen, nochmal das Shoutout. Bleibt bis zum Ende da, da kriegt ihr noch einige Informationen seitens der Organisation. Da sind wir jetzt natürlich auch sehr gespannt. Was ungewöhnlich war, Chelbert direkt beim ersten Jump einen Tod hingenommen, dadurch jetzt kurz etwas zurück, nicht allzu tragisch im Gesamtkontext zu betrachten. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, das Turnier, was jetzt gerade sich dem Ende zuneigt, war natürlich nur der Startschuss. Ja, die deutsche Kaizo-Szene hat sich damit jetzt zusammengefunden und gezeigt, hey, wir haben Lust, Turniere zu laufen. Wir wollen das auch mal nicht nur auf den einen Hack beschränken, sondern wir wollen auch andere Sachen laufen, auch gegeneinander. Und das wird auf jeden Fall eine spannende Ankündigung. Ich bin richtig gespannt, was da der Plan ist. So. So. Nun ist das Baby Beach hinter Voxic und Shelbert. Der Zeitabstand ist echt sehr, sehr gering zwischen den beiden. Wir haben ja einen Tod auf Seiten von Shelbert, hatten wir ja vorhin schon gesehen. Alles noch nicht spielentscheidend, gerade bei den Speedstrats, die er dann ja vermutlich, also zum Beispiel im Baby Shell, vermutlich nochmal auspacken will. Er hat sie ja gerade extra nochmal geübt. Ich bin auf jeden Fall weiterhin hyped, wie dieses Match ausgehen wird. Ja, gute Abpipe hier für Voxic. Und für Chelbert. Beide sehr gut. Und ich bin auch eigentlich gespannt. Also mit Voxic war das ja immer so eine kleine Scherzerei von wegen, ach Mensch, ich habe gar keine Lust mehr auf Baby Kaizo. Aber jetzt muss er ja das Match so oder so spielen. Das heißt, da kann er ja auch eigentlich dann sein Bestes geben. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, das ist im Moment alles, was ich so sagen kann, weil wir sehen gerade zum dritten Mal eine eigentlich sehr perfekt ausgeführte Welt 1. Die Kleinigkeiten, die hier passieren. Der eine Tod wäre wahrscheinlich sogar für Chelbert noch kein Reset-Grund gewesen. Ich glaube, da ist er auch nicht so unglaublich krass unterwegs. Ja. Was sagst du schon bei uns? Wie geht's dir so? Ich find's einfach nur sehr amüsant, die Low-Key-Unterstellung an Voxic, dass er bis zum jetzigen Match nicht sein Bestes gegeben hätte. Das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Auch wenn er sich gerne mal wieder durch die Motivation, zumindest im Chat, gibt er ja nicht zu, dass er hochmotiviert ist. Vielleicht auch, um sich selbst ein bisschen zu beruhigen, aber ich glaube schon, er will hier sein Bestes geben. Er will hier seinem Ruf als einer der Top-Kaizo-Runner einfach gerecht werden.
Und, ja, ich will natürlich auf keinen Fall sagen, dass sich Voxe keine Mühe gegeben hat, ne? Also, das will er hier niemandem, will ich hier niemandem unterstellen. Und vor allem wäre dann ja auch der Umkehrschluss, wenn das nicht sein Bestes war, zu was ist er noch fähig? Ja, das ist das halt auch so. Unmenschlich. Naja, aber wir wissen ja alle, dass so gewisse Teilnehmer des Turniers die Sache mit dem Training jetzt eher nicht so ernst genommen haben. Teils aus Motivationsmangel, teils aus, ne? Ja, das stimmt. Da muss man natürlich sagen, ja, mit mehr Training wäre für einige Leute vielleicht auch mehr drin gewesen. Aber das Wichtigste ist natürlich, es muss Spaß machen. Das ist das Wichtigste. Spaß und ja, Fairness steht hier eindeutig im Vordergrund. Ja, gerade beim Speed. Ups. Ja, bitte. Gerade beim Speedrunning ist der Spaß natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Wenn man nämlich einen Run so oft und so lange spielt, wie dieser hier gespielt wurde, wow. Dann geht das. Wow. Also war das gerade das schnellste Dark Side of Kaizo, was wir jemals gesehen haben hier in diesem Leben? Ich bin mir nicht sicher, aber das war der No-Block-Jump, den er im ersten Run versucht hat. Stark, ist ihm gelungen. Hat dadurch wieder etwas Zeit gut gemacht und nein! Oh. Leute, wie gesagt, freie Jinx für alle. an der Stelle jetzt einen ungünstigen Feuerball abbekommen. Ja, was soll man sagen? Dumm gelaufen. Also das ist jetzt wirklich sehr bitter mit dem Feuerball. Also, einfach mal so in Dark Side of Kaizo. Er hat ja wirklich jede Speedstrat mitgenommen, die man da mitnehmen kann und ist da wirklich durchgeflogen, wie ein heißes Messer den Block Butter spaltet. Da ist dann so ein Feuerball echt sehr, sehr ärgerlich. Jetzt haben wir es hier gerade einmal gesehen. Wendy war gar nicht zu sehen. Musste also einmal nochmal warten und den späteren Cycle nehmen. Aber ja, das mit dem Feuerball, das ist immer so eine Sache. Der ist, wenn ich da richtig informiert bin, ist der abhängig vom Global Timer. Was ein Zähler ist, der zählt, wie viele Frames das Spiel läuft. Das heißt, wenn man in etwa immer gleich schnell spielt, dann kann man da... Also unter der Voraussetzung, dass du immer exakt gleich schnell spielst, kriegst du auch immer das exakt gleiche Muster von dem Feuerball. Das ist in kurz das, was ich sagen möchte. Und hier war er scheinbar vom Timing her, hat ihn der erste Tod doch mehr Zeit gekostet auf dem Frame-Timer, als es gut für ihn war. Wir sehen, bei vielen Runnern, es passt, mal mehr, mal weniger knapp. Und hier war es leider so, also an der Stelle ist man dann auch schon so committed, da durchzulaufen. Da konzentriert man sich schon auf den doch recht knappen Sprung durch diese Lücke, als dass man da wirklich noch Kapazitäten für die Reaktion hätte, die man bräuchte, um da eben zurückzulaufen. Ich bin mir auch teilweise gar nicht sicher, ob das mit den menschlichen Reflexen überhaupt möglich ist, da dann in so einer Situation nochmal zurückzurennen. Das ist ja schon echt einiges an kurzer Zeit da. Wenn dann der Feuerball auf dich zufliegt, Mario muss ja auch erstmal nochmal abbremsen, läuft noch ein bisschen was nach rechts, bevor er nach links zurückbeschleunigt. Das ist schon eine sehr, sehr knappe Stelle. In der Tat. Aber beide sind ja auch fast schon übermenschlich. Von daher, vielleicht, wenn es jemandem gelingt, dann einem dieser beiden Runner. Oh, Voxic geht hier nochmal auf einen extra Jump. Bei den Blöcken, dadurch Chelbert jetzt schon wieder ein bisschen Zeit gewonnen, tatsächlich. Also dicht beieinander, nichtsdestotrotz. Oh, und ich habe gerade noch was im Kopf. Wir haben in diesem
heutigen Eventabend noch gar nicht gesehen, dass hier die Frame Rule und die schrägen Geschwindigkeit dazu geführt haben, dass man einfach den Naked Cooper nicht kaputt schießt mit der Feuerblume. Und in der Tat ist es heute ausgeblieben. Sehr schön. Das freut uns. Und natürlich nicht den Jinxer in mir, der ist traurig. Ja, um es zu jinxen, warst du auch ein bisschen spät dran. Ja, ich habe gepennt, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich war fasziniert davon, wie die beiden Runner wieder an den Fersen kleben und den Abstand einfach verringern. Ja, hier ist jetzt wirklich schon wieder beide so dicht beieinander, fast wie im ersten Race. Woxig am Midway gewesen. Chabot jetzt auch. Macht das hier auch sehr solide. Kommt nochmal kurz zum Fishing Boo. Woxig hat den schon hinter sich. Chabot muss ihn kurz noch eine Ellipse drehen lassen. Und, trotz niedriger Position ein sehr guter Sprung. Ganz stark. Ja, das ist mal sehr, sehr ärgerlich, wenn man da auf den Fishing Boo dann nochmal die extra Ellipse warten muss und dann trotzdem in den Manta springt. Das haben wir, glaube ich, auf Seiten von Necrosky vorhin gesehen. Sehr, sehr bitter, sehr, sehr ärgerlich. Wünscht man niemandem. In der Tat, in der Tat. Boxig hier nach wie vor ohne Tod und auch der Run Forest konnte das nicht ändern. Chalbert aber dicht auf den Fersen. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel im zweiten Castle die RNG-Manipulation von Voxic ausgeführt wird und für Chalbert die Strategie ohne RNG-Manipulation wieder so gut klappt wie in dem vorherigen Rennen, dann könnte es halt nochmal wieder ganz anders aussehen mit der Entfernung beider Spieler. Durchaus, durchaus. Da machen dann eben auch diese zwei Toten nicht so viel aus. Das wird knapp. Das wird richtig knapp. Ungewohnt knapp. Aber sehr schön. Sehr schön von Chabot hier nochmal rausgeholt. Wir haben es schon so oft gesehen. Man kann mittlerweile schon ungefähr sagen, wie solide der Zeitvorsprung auf die Ranke ist. Und da war nicht viel. Und stark bei Voxic. Wir haben gerade den unglaublich schönen Kamerascroll gesehen, der da einfach ausgeblieben ist, weil er zu schnell von dem Seil abgesprungen ist und hat es trotzdem geschafft, gegen den mehr oder weniger außerhalb des Bildschirms liegenden Turnblock zu springen und sich davon gar nicht beirren lassen. Ja, auf jeden Fall starke Leistung. Auch hier haben wir gesehen, Grund eben dieses, aufgrund der guten Vanilla-Kamera hatte Voxic dann natürlich auch den Hothead ungünstig bekommen. Ist dann aber einfach weiter hochgeklettert. Es war kein Geschwindigkeitsproblem. Aber es wäre auch schneller gegangen. Hat ihn hier jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Und wird das zweite Castle mal wieder das Zünglein an der Waage. Hier hatte Chalbert im ersten Lauf tatsächlich die Führung übernommen. Voxic bekommt hier das gute Pattern ohne Tod im Gegensatz zum ersten. Chalbert bekommt auch ein gutes Pattern für ihn ohne Manipulation. Beide sind jetzt wirklich dicht auf. Also das ist wirklich unglaublich krass. Er hat jetzt auch an der Tür keine Frames verloren. So schnell wie es ging dadurch. Hat jetzt ordentlich aufgeholt, dadurch, dass er wirklich auf die 6 Sekunden verzichtet hat. Das ist sehr bemerkenswert. Wir sind gespannt auf die eine ganz besondere Stelle dieses Levels. Das. Sehr gut gemacht von Chalbert. Nochmal den Abstand ein kleines bisschen verringert.
Ja, und das ist auch einfach genau das, was so ein Speedrunner aus Chalbers Klasse dann eben auszeichnet. Er hat jetzt im Endeffekt ja nichts anderes gemacht als Voxic auch. Er hat das Level ohne Tod gespielt, aber eben diese Kleinigkeiten in dem Spielstil, dass dann halt eben eine riskantere Strategie einfach auf Teufel komm raus so lange geübt wird, bis man sie dann doch sehr solide kann. Kann dann doch nochmal den Abstand verändern. Hier geht's an der Slope ein bisschen Zeit verloren wieder. Aber alles in allem kommt Chelbert schon echt sehr, sehr gut an Voxic ran. Ja, wie zu erwarten, Baby River, kein spielentscheidendes Level. Im Kindergartenprozent wird dieses Level hier übersprungen und ich bin da auch sehr froh drum. Machen wir nun weiter mit dem Geisterhaus der dritten Welt. Ja, und da wird es sich dann natürlich auch zeigen, inwieweit die Konstanz der beiden Runner hier Einfluss hat. Voxic hier auch mit einem schönen Plattform-Skip, aber Chalbert steht ihm da in nichts nach. Jetzt natürlich wieder der Throwblock und die Uppipe. Oh, bitter. Das ist hart. Das ist ein harter Zeitverlust für Voxic, dass er da die Pipe nicht bekommen hat. Uff. Das ist... Uff. Ach, guck mal, das geht an Kami. Boah, sind die gut. No! Wer muss es ja machen? Eieieiei. Ja, nee, das ist wirklich... Das ist wirklich ein Tod, wie man ihm niemandem wünscht. Schon gar nicht in... Oh mein Gott, was ist denn da bei Chalbert los? Das war wohl kein Peacebeat. Aber souverän in die Gap gefallen. Das muss man so präzise auch erstmal machen. Ja, jetzt geht's aber los hier. Jetzt häufen sich hier förmlich die Fehler. Ich meine, wenn man von Voxic-Situation ausgeht, dann kann man wohl... getrost sagen, mit einem Tod geht man eigentlich nicht davon aus, dass man hinten liegt, aber ja, man kennt auch Chalbert. So, bei Voxic müssen wir jetzt, glaube ich, gerade einen Tod verpasst haben, oder? Bin ich nur verwirrt? Hatte ich die gelben Pipes nicht bei Voxic schon mal gesehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist auf jeden Fall einiges passiert jetzt in der kurzen Zeit. Und jo, willkommen, liebe Raider von Speed Gaming Deutsch 2. Willkommen hier beim deutschen Kaizo-Turnier aus unserer Community. Wir sind heute im Finale. Chalbert gegen Voxic, aktueller Stand 1:1. Dieses Rennen wird entscheiden, wer das Turnier gewinnt und das Preisgeld mit nach Hause nehmen darf. Ja, und beide sind hier wirklich dicht auf. Rennen nur wenige Sekunden. Wie viel mag es sein? 10 Sekunden? Wenn überhaupt. Ja, das ist immer so schwierig zu schätzen. Ich versuche da gleich mal am Ende des Levels drauf zu achten. Es ist auf jeden Fall nicht viel Zeit, die zwischen beiden Runnern liegt. Wir wissen halt von Chalbert, er... Ja, so exakt 10 Sekunden. Entweder hast du sehr gut geschätzt oder das einfach gerochen, keine Ahnung. Oder schon vorher. Hat man doch im Blut. Hat man doch im Blut. Ja, Profi-Kommentatoren sind wir halt alle. Ja, kann man außer das? Mir. Ja doch, du hast ja die Zeit so gut im Blut gehabt. Ja, das macht mich höchstens zu einer professionellen Stoppuhr. Aber auch das ist ein wichtiger Skill im Leben. Natürlich. Beide jetzt allerdings ohne Tod hier durch die Disco-Shells, durch eine heiße Sohle aus Parkett gelegt in Baby's First Disco und beide jetzt in Switch Technology, das dritte Castle mit dem dritten Boss. Wir freuen uns auf Wendy.
Jabbert jetzt mit der Manipulation des Zufallszahlengenerators. Macht das hier sehr schön. Mitte links, links, das weiß man, wenn man die RNG manipuliert hat. Und hier ganz knapp vom Voxig, aber noch gerettet. Diese schöne Anfangszeit, ich erinnere mich noch an letztes Jahr, wo ich so meine ersten paar Speedruns von Baby Kaiser World gemacht habe und dann immer wieder nachgefragt habe im Chat. Hä? Wie war das Muster nochmal? Mitte links links? Mitte rechts links? Wie war es denn? Ja, das stimmt. Geht irgendwann über. Natürlich. So, beide jetzt auch hier bisher problemlos im Mole-Level. Wir haben ja vorhin schon einmal im Spiel um Platz 3 die Extra-Runde so halb gesehen für die Speed-Strat hier mit dem Throw-Block. Aber für beide problemlos schnellstmögliche Lösung des Problems. Und Jabbert ist nach wie vor vorne. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also wir haben schon wieder Unhealthy Cola. Ein Level, was für den einen oder anderen bösen Tod gesorgt hat im vergangenen Turnier. Heute allerdings so einigermaßen gnädig war. Auf Voxigs Seite einen Tod, auf Chalberts Seite, wenn ich das gerade richtig mitbekommen habe, sogar nur zwei. Es ist und bleibt ein krasses Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Runner schenken sich nach wie vor nichts. Beide Runner zeigen keine Schwächen in der Konzentration und geben nochmal richtig alles in diesem dritten Match des heutigen Finales. Was wünscht man sich mehr? Ja, und es wäre natürlich jetzt interessant, wenn tatsächlich der finale Endboss für Voxig, sprich das, was den Run entscheidet, eine Up-Pipe wäre. Der geneigte Kaizo-Aficionado wird wissen, Voxig Taste hat jetzt kürzlich, ich glaube erst diese oder Ende letzter Woche, seinen ersten Hack auf SMW Central released, Under Control, sehr schwierig. Und dort hat er tatsächlich als letzten Endboss eine Up-Hype eingebaut. Also das wäre wirklich Ironie des Schicksals. Kannst doch hier nicht einfach das Ende eines Hacks spoilern, oh nein. Aber ja, Voxigs Hack, Under Control heißt er, richtet sich definitiv an die erfahrensten Kaizo-Spieler als Herausforderung für, ja eigentlich für Kaizo-Veteranen. Gestandene Spieler haben da schon sehr viel Zeit in die Level drin gesteckt. Und allein den Hack zu bauen, war bestimmt auch ein gutes Maß an generellem Kaizo-Training für den Herrn Voxig Taste. In der Tat. Jetzt wird sich natürlich zeigen, ob sich das Training auszahlt oder nicht. Allerdings nur durch nicht mehr sterben kann Voxig das jetzt nicht mehr holen. Es sei denn, Chalbert erlaubt sich einen Fehler. Das heißt, er muss jetzt darauf hoffen, dass Chalbert nochmal ein kleiner Lapsus passiert. Hier nochmal ein Ausrutscher. Das wäre meines Erachtens nach die einzige Möglichkeit, wie Voxig hier dieses dritte Match noch für sich entscheiden kann. Oh! Ja. Gerne, Leute, gerne. Oh. oh je. Ja, hat man da noch Worte für? Das war wieder wie aus der Pistole geschossen.
Kommentator sagt, ach ja, ne? Es muss Voxig auf einen Tod hoffen. Zack, kommt da ein Tod reingefahren und ja, Mensch. Was machen wir denn jetzt, wenn wir da nachher doch noch ein Unentschieden? Nee, das sind doch gerade noch keine 2 Sekunden, oder? Nee, noch sind es keine 2. Na also. Da müsste Chelbert ja schon jetzt beim Reznor einmal sterben. Damit das noch hinkommt. Ja. Wünschen wir ihm natürlich nicht. Ja, und hier wird auch gerade angemerkt vom Hack Creator himself. Wenn man halt eben nicht mehr die Hinweise liest, sondern meint, ach, das kann ich ja, dann vergisst man halt eben den Spinjump und macht einen normalen. Und Shamons, achte mal auf den Timer. Wenn die beiden Spieler das nächste Level betreten, also gerade eben zumindest. 26.3, 26, 6. 6 mittlerweile. Also alles noch im grünen Bereich von Chalmatin. beim Midway vom vorherigen Level waren es tatsächlich exakt 2 Sekunden. Und ne, der Punktestand hat es wieder gerade gerückt. Solides Lindgrün. Chell wird hier noch in der Gewinnzone. Ganz kurz nicht aufgepasst. Voxic kriegt die Tür besser als Chelbert. Kein Tod im vierten jetzt Raum. Jetzt die Speedstrats. Jetzt die Speedstrats. Nein, Voxic keine Speedstrat. Aber Chelbert stirbt. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Chelbert. Unglaublich. Und jetzt Voxic. Jetzt kann das sicher machen. Jetzt kann Voxic sich das Ganze holen. Wie ist die... Und gut, dem Feuerball ausgewichen und GG! Wahnsinn. Der Sieg! Wow! Holy shit! Was für ein Choke! Boah. Was für ein bitterer Tod an dieser Stelle. Auf der massivste Choke des Turniers. Also das kann man wirklich nicht anders sagen und ja, also da war wirklich die Speedstrat auf die Plattform hat perfekt geklappt und dann einfach nicht den Absprung hingekriegt. Was zur Hölle? Und bitte im Chat kann man noch klippen? Reicht das noch aus? man muss auch noch mal sagen, der letzte Feuerball, der auf Voxic flog, der war auch nicht einfach. Und GG auch Chelbert hier. Sehr, sehr solide Leistung. Super ärgerlich. Wirklich. Also, super ärgerlich. Also das war wirklich, ich muss mir erst mal ein bisschen hier runterkommen. So, wo ist mein Beruhigungstee? Ich bin wieder schlecht vorbereitet hier. Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal so ultra krass spannend wird. Das war ja wirklich bis zur letzten Sekunde. Ein würdiger Abschluss. Ein würdiger Abschluss. Was? Ja, Mensch. Und das kann man es nicht sagen. Krass. GG an beide. GG an beide Runner. Wirklich krass, mega spannend. Ich glaube, das war das beste Match, was wir uns für das Finale hätten wünschen können. Da bin ich fest von überzeugt. Und Voxic Taste 27.05 ist genau die gleiche Zeit, die er im zweiten Rennen auch schon hatte. Richtig, allerdings 2 Sekunden langsamer als die Zeit des ersten Rennens. Da war also noch Potenzial. Aber überleg mal, er hat die, wie lang ist die zweite Hälfte aus dem Ghost-Level, wo er die Uppipe versemmelt hat? Mhm. Das wäre doch, wenn das nicht passiert wäre, das wäre doch vielleicht sogar gerade eben ein Deathless World Record geworden. Wenn das nicht passiert wäre. Ja, möglich. Tatsächlich eine der einfachsten Pipes, die er hier einfach so weggeschenkt hat. Da gibt es keine fallenden Plattformen, da gibt es keine großen Bewegungen. Da muss man einfach nur stehen und nach oben drücken. Naja. jQuery sagt es, man kann sagen, er hatte alles unter Kontrolle. Na, steht hier wegen Voxics Hack under control. Hahaha. Good joke. Nee, good joke. Tut mir leid, der war mir zu hoch. Ja, Mensch, ey. Also ich bin wirklich sprachlos. Also auch, worauf im Chat nochmal hingewiesen wird, Chelberts Zeit trotz 6 Toten
Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, also, definitiv. Wow. Puh, durch jegliche Speedstrat, die er gemacht hat, nochmal alles wieder rausgeholt. Anfangs den Rückstand verschmälert, dann den Vorsprung ausgebaut. Da war heute wirklich wieder alles dabei in diesem Match. Unglaublich. Ja, also tragisch für Chalbert. Muss man einfach so sagen. Tragisch für Chalbert an der Stelle. Ja, da, okay. So kurz vorm Ende, also das war ja wirklich, da hätte nicht mehr viel passieren können. Und dann auch noch in Raum 5. Ja, Raum 1, meine Güte. Ja, sei es drum. Aber Raum 5, beim Sprung zur Tür. Speedstrat hat geklappt. Man muss nur noch diesen letzten Jump von der fallenden Plattform unter dem Betonblock durch und dann das. Oh, das ist so ärgerlich. Das tut mir in der Seele weh. Ja, absolut, absolut. Das ist so ein Tod. Das wünscht man niemandem, dass sowas jemals passiert. Das ist einfach. Nee. Das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. Nee, definitiv nicht. Was jetzt nicht heißen soll, dass der Sieg unverdient wäre. Beide Runner, großartige Leistung, großartige Runner. Ich sag's gerne nochmal, Weltniveau. Also wirklich, Spitzenniveau auf Weltebene. Dreimal hintereinander so eine Zeit zu laufen wie die beiden Runner heute. Und ja, da sind sie auch schon. Willkommen, liebe Runner, GG zum Turniersieg Voxic. Und GG zu unglaublich krassen Zeiten Chalbert. Hallo. Ja, dem schließe ich mich natürlich an. Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg Voxic und Chalbert. Ja, Glückwunsch zum zweiten Platz. Ich denke, den Elefanten müssen wir erstmal aus dem Raum bekommen. Chalbert, was war eben in Raum 5 los? Tja, ich bin zu früh gesprungen und... Ja, es ist schon sehr bitter, sich im letzten Raum mit dem letzten Sprung wegzuschmeißen. Oh mein Gott, bist du am letzten Raum gestorben? Allerletzten Raum, letzter Sprung, genau vor der Tür. Ich war 10 Sekunden vorn. Also auch recht bitter. Also, meine Freundin war im anderen Stocke und ich glaube, sie hat mich sehr eindeutig gehört. Das glaube ich dir gerne. Oh Mann. Ja, das war eine Situation, wir wussten da gar nicht, wie wir da reagieren sollten. Ich glaube, Chamons, wir haben, glaube ich, einfach nur wild rumgeschrien. Also das war wirklich zum an den Kopf fassen, zum Hände überm Kopf zusammenschlagen. Also das wünscht man niemandem. Jailbird, ich hoffe auf jeden Fall, dass du dich von diesem Ding, diesem kleinen Schnitzer irgendwie erholst, dass dich das nicht zu sehr mitnimmt. Da weiß ich auch nicht. Das war das vielleicht sogar ein bisschen SMW Jank? Nee, das war gar kein Jank. Ich bin zu früh gesprungen. Okay. Das war rein meine Schuld. Uff. Aber ja, es war mir klar, Voxic ist unfassbar konstant in dem Spiel, obwohl er nicht trainiert. Wundert mich auch. Und ja. Die einzige gute Nachricht, ja, ist, ich habe heute im Training eine 26:28 gelaufen. Wow. Weltrekord ist für das erste Mal gesichert. Ja, das ist doch ordentlich. 26:28. Ich sehe auch gerade, du hattest sechs Tode oder hattest fünf Tode zu dem Zeitpunkt und warst 10 Sekunden vorne. Und ich hatte einen. Ich bin auf meinem Boss gestorben. Ich hatte einen, aber das war. Die Uppipe im Ghost House. Das war der einzige Tod in der Runde. Die Speedstrats, ich habe, glaube ich, wahrscheinlich schon 35 bis 40 Sekunden, 15 bis 20 Sekunden in den zwei Castles rausgeholt. Ja. Ich habe auch wieder lobend. Einmal die gleiche Zeit gelaufen. Das stimmt. Ja, das sind wirklich, wir haben das des Öfteren auch mal erwähnt. Also, hier in dem Finale sind wirklich zwei verschiedene Arten zu Speedrun aneinander geprallt. Einmal halt Voxic, der halt einfach konsistent alles runterspielt und einfach versucht, Tode zu vermeiden und die Sicherheit walten zu lassen. Und auf der anderen Seite Chalbert, der einfach mit den krassesten Speedstrats dann teilweise so unfassbare Zeiten nochmal rausholt. Einfach heftig zu sehen.
gerade auch in dem dritten Match jetzt, Chelbert, du lagst irgendwann kurz hinten, hast das dann alles nur durch Speedstrats einfach wieder aufgeholt. Ihr habt beide euch keine Tode geschenkt. Und dann warst du trotzdem plötzlich irgendwann wieder ganz knapp an Voxic dran. Dann kam der Tod an der Uppipe dazu. Dann war der Vorsprung wieder, ja, eigentlich sicher. Die Uppipe, ey. So lächerlich. Und Spaß, das ist so lächerlich. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Nee, ist natürlich, ja. Denkt ihr nichts, im dritten Rennen war es gleich da. Bin ich gleich mal am ersten Cooper vorbeigehüpft, im ersten Level. Ist mir schon das zweite Mal passiert. Da freut man sich auch. Total. Ach ja, ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ja, man merkt es euch schon an. Es ist natürlich auch eine starke Belastung, hier jetzt im Finale gegen einen Kontrahenten auf absoluter Augenhöhe, hier wirklich auf Spitzenniveau zu spielen und dann über drei Runden zu gehen. Größten Respekt. Wie macht ihr jetzt weiter in Sachen Kaizo, in Sachen Baby Kaizo vielleicht? Chabert? Du hast dir den Weltrekord gesichert. Jetzt erstmal zur Seite legen? Ja, den sollen wir erstmal wegnehmen. Nee, ich hab eh noch eine Liste von anderen Spielen, bei denen mir der Rekord weggenommen worden ist. Die hole ich mir natürlich wieder. Und dann haben wir ja nach unserem Interview noch eine kleine Ankündigung und da bin ich natürlich auch nochmal voll dabei. Genau, aber das habe ich natürlich auch schon mal erwähnt, ne, liebe Leute im Chat, nicht wegrennen. Wer sich für Kaizo Speedruns interessiert, gleich im Anschluss an dieses Interview gibt es nochmal weitere Informationen für die Zukunft dieses Turniers. So. Ja, definitiv. Ja. Jetzt möchten wir aber auch Voxic als Sieger nicht die Gelegenheit nehmen. Wie geht's bei dir weiter? Erstmal, du hattest ja jetzt keinen großen Hehl draus gemacht, dass deine Motivation, Baby Kaizo World zu rennen, eher niedrig ist oder gar deinen Weltrekord in der 100%-Kategorie zu verbessern. Worauf dürfen wir uns bei dir freuen, Voxic? Ja, also ich sag mal so, bei mir wird es, denke ich, mal kein Baby Kaizo in naher Zukunft geben. Also keine Ahnung, so 100%, wenn irgendwer mal meine Zeit da schlägt, da könnte man nochmal drüber sprechen, so, ob man da vielleicht nochmal zurückgeht. Aber ey, nee, ich habe jetzt genug Baby Kaizo für den Rest meines Lebens, glaube ich, gespielt. Zum nächsten Turnier. In der Zukunft Baby Kaizo dann immer der Hack, der ausgelassen wird. Ja, kann ich aber verstehen. Wir haben das im Turnier schon bei einigen Runnern gehört, dass es auch jetzt erstmal gut ist, dass man den Hack jetzt für einige Zeit beiseite legt, in wohliger Erinnerung hält, was man hier für einen Spaß mit hatte. Gibt genug andere Sachen, die man spielen kann. Zum Beispiel Kaizo 2. Macht der ja, Hack. Kaizo 2 ist auch ein sehr guter Hack. Speedruns when, Voxic? Ja, ich habe schon den Weltrekord geholt. Ah. Nicht. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall, war ein krasses Match. War wirklich ein würdiges Finale, ein würdiger Abschluss für dieses Turnier. Man hätte es sich echt nicht anders wünschen können, was die Spannung angeht. Von Anfang an bis zum Ende durch ein Fest. Ich bin auch sehr überrascht, muss ich sagen, ganz ehrlich. Also ich hätte damit nicht gerechnet, dass ich hier eine Chance habe, quasi. Ja, habe ich doch gesagt, dass du so extrem talentiert bist. Ja, also im Endeffekt habe ich aber nur gewonnen, weil du einen Fehler gemacht hast. Oh, na gut, okay, das ist wahrscheinlich immer so, aber... Ja, dreimal ganz tiefe 27 sind schon richtig überragend. Nimmt man mit. Ja, in der Finale. Ich bin noch nicht trainiert. Ja, was bleibt noch zu sagen? Es war ein grandioses Finale. Möchtet ihr noch Grüße rausschicken, bevor wir dann übergeben den Staffelstab an Roti und Bonsai? Jabber. Ja, ich grüße meine Familie, die heute zugeschaut hat, zumindest großteils. Den SV Lichtenberg und meine Freunde aus Linz und Dingolfing. Und schön, dass ihr alle zugeschaut habt, schön, dass ihr mich da unterstützt.
Und ja, schade, dass ich es euch nicht perfekter machen kann. Aber Boxig war besser. Ja, gut aus. Also. Ich grüße natürlich meinen wieder mal spamfreudigen Twitch-Chat, der nicht müde wird, Quotes und Commands zu spammen. Das ist natürlich immer eine sehr große Unterstützung und natürlich generell die Community. Auch Noviso für diesen Hack natürlich. Und generell die ganze Organisation und die Kommentatoren natürlich. Sehr, sehr schön. Ja, ne? Immer wieder gerne hier. Auch freue mich, freue mich, dass ich hier diesem schönen Turnier, ne, meine Stimme so oft leihen konnte. Auch gerade jetzt hier bei diesem Finale dabei war. Und freuen wir uns auf mehr in der Zukunft, wa? Ja. Na dann, übergeben wir mal. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann würden wir jetzt direkt den fließenden Übergang machen an Bonsai und Roti. Vielen Dank auch nochmal hier von uns Kommentatoren. Und jetzt gibt's richtig große Neuigkeiten. Ja, schönen guten Abend an alle. Wir sind hier von Speed Gaming. Ich bin Partner Kappe, den ihr gerade vergessen habt, dass er überhaupt im Raum existiert, aber das macht nichts. Alles gut. Auf alle Fälle, wir bedanken uns wirklich sehr herzlich an alle Teilnehmer, an alle Zuschauer, die hier immer mit dabei waren. Man sieht ja immer dieselben Namen durchaus wieder. Das freut uns natürlich auch zu sehen. Vor allem, natürlich muss man hier auch von unserer Seite nochmal sehr herzlich Voxy zum Sieg gratulieren. Shelbert, solider, sehr starker zweiter Platz. Und natürlich auch noch Necro Sky als Drittplatzierten. Und ja, wir haben auf alle Fälle noch hier ein bisschen was anzukündigen. Dann übergebe ich gerne mal an Bonsai und Roti weiter. Ja, Neuigkeiten. Ja. Dann auch mal Hallo aus der Regie. Wir melden uns ja sehr wenig zu Wort, was das angeht. Erstmal auch nochmal von mir Danke an alle, an die Caster, an die Runner, an den Chat, an die Zuschauer, an alles, was so möglich ist. Was sehr, sehr erfreulich ist, was ich finde, ist unsere Restream-Rate. Ich glaube nicht, dass das einer von euch erraten wird, denn es sind 98,6% der Races restreamt worden. Es sind sehr selten. 4 Races nur nicht restreamt worden. Also das ist echt mega, mega. Das ist eine Quote, da wird, glaube ich, kein anderes Turnier so schnell rankommen. Ja. Außer wir kriegen es natürlich beim nächsten Mal die 100% hin. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum das nicht war, aber es ist auch egal. Ich glaube, es war kein Streamer da. Ein Race war irgendwie um 12 Uhr mittags oder so. Da war keiner von uns verfügbar. Ja. Und dann natürlich Überschneidungen, wo wir keinen Channel hatten. Aber das ist ja. Alles über 90% ist schon richtig geil. Da habt ihr euch richtig super abgesprochen, Leute. Dafür kann man auf alle Fälle mal wirklich mal Applaus geben. Also, wie ihr euch organisiert habt, wie viele von euch immer wieder da waren zum Kommentieren. Mir fällt persönlich jetzt am stärksten Fura ein, das habe ich immer wieder mitgekriegt. Immer wenn ich eingeschaltet habe, war er auch da. So als Standard- und Utensilia quasi schon. Ja, die alte Labertasche, die. Ja, ich rede gerne, yay! Nein, wirklich, also das ist wirklich eine sehr starke Leistung, was ihr alle vollbracht habt. Es hat auf alle Fälle sehr Spaß gemacht, das mit euch zusammen zu machen. Vor allem natürlich auch immer gerne wieder. So, zu den Neuigkeiten. Genau. Also, Roti, fangen wir an. Ja, wir haben angefangen, eine League aufzustellen. Das heißt angefangen, wir gehen jetzt ab, ich denke, nächste Woche spätestens in die Beta-Phase. Wir haben eine Webseite dazu erstellt, ein Discord, alles, was wir so brauchen.
Da geht jetzt, wie gesagt, in die Beta-Phase. Das heißt, wir werden Wanna einladen, schon mal alles so ein bisschen auszutesten. Und ja, damit wir auch vernünftige Regeln aufstellen können und uns dann auch die Hacks raussuchen können, die dann auch zu einem Race zusammenführen. Es soll ungefähr so laufen, dass wir einmal die Woche, das wird wahrscheinlich, so ist die Abfrage im deutschen Zeitraum gemacht worden, samstags so zwischen 16 und 20 Uhr, irgendwo da wird der Start sich befinden mit einem Race. Wenn der Hack zu kurz sein sollte, wird es auch so eine Art Staffellauf, zwei Races. Wir haben uns jetzt erstmal zum Anfang Hacks rausgesucht, die ungefähr mindestens 19, 18 Minuten gehen, bis hin zu 50, 60 Minuten. Das sind jetzt Jailbird-Zeiten, der ist ja nun, wie man jetzt weiß, nicht gerade schlecht. Also könnte das auch natürlich länger dauern. Und das? Die Hacks, ja. Was ich noch dazufügen will, die League wird international sein. Das heißt, genau. Wir Deutschen, Franzosen, Portugiesen und Spanier werden wohl auch mitmachen. Genau. Ich glaube, zwei Brasilianer hatten sich auch angekündigt, aber da müssen wir halt gucken, wie das mit den Zeiten dann ist. Ja, das erstmal dazu, denke ich. Wie gesagt, da gehen wir jetzt in die Beta-Phase und ich denke, jetzt darf man mich nicht auf ein Datum festlegen, ich denke, dass wir so spätestens im September damit starten können. Das wird dann so laufen, dass wir einmal die Woche ein Race anbieten. Man muss dann natürlich nicht alle machen. Und ja, Punktesystem hat Jailbird so ein bisschen mitentwickelt. Was heißt so ein bisschen? Unser Statistiker hier. Was sind wir der Meinung, sehr fair ist. Ja. Genau. Die zweite Neuigkeit ist, aktuell planen wir auch Blood Races, die noch ein bisschen mehr in Planung sind als die League. Da müssen wir herausfinden, erstens, wer kann gute Level bauen, die ungefähr eine Stunde bis zwei dauern. Dann brauchen wir die Playtester. Und ja, wie gesagt, Schritt 1 ist erstmal, wir brauchen Levelbauer. Es muss nicht immer Kaizo sein, kann auch irgendwas anderes sein. Meldet euch einfach im Discord. Also ganz einfache Überleitung dazu. Falls ihr mal Lust habt, euer eigenes Level für Super Mario World zu basteln, könnt ihr einfach den Discord joinen, um dort zu lernen, wie es geht. Roti, das wollte ich gerade machen. Ja, und zum nächsten Turnier. Da planen wir... es soll nicht nur ein Hack bleiben. Wir gehen sehr stark davon aus, man wird irgendwie 3 bis 5 Hacks zur Auswahl haben. Je nach Schwierigkeitsstufe. Am Anfang natürlich noch alles recht einfach, so wie Baby Kaizo jetzt. Und so gegen Ende Schwierigkeit von, ich sag mal, Invictus. So im Groben. Genau, oder ein Up-High-Pack oder so. Keine Ahnung. Das sind so die Ideen fürs nächste Turnier. Aber da sammeln wir, wie gesagt, auch noch eure Ideen, Einschätzungen der Hacks. Von der Zeit her. Also, wenn ihr uns helfen wollt, super gerne auf den Discord kommen. Link ist im Chat. Ja. Umso mehr Ideen und Feedback dazu natürlich kommt, umso hilfreicher ist das natürlich für alle Beteiligten, selbst ne, für uns oder für die Runner. Dementsprechend, von daher, bringt euch gerne mit ein. Und wir haben 21.55 und Roti weiß, was das heißt. Dein Browser stürzt ab. Richtig. Also, so ein Running Gag schon wieder. Ja, wie gesagt, es ist alles so in Planung und je mehr mitarbeiten, umso schneller geht es dann auch. Ne? Ist klar. Ich habe auch dann nachher noch zu sehen auf dem Discord-Server eine Abfrage am Laufen.
wer Lust hat, sich als freiwilliger Helfer zu engagieren. Eine Abfrage, wir müssen ja ein Racing-Konzil erstellen, was aus hoffentlich allen Sprachregionen jemand dabei sein wird. Dann brauchen wir ja unsere Kommentatoren. Wir brauchen einen technischen Support, der dann halt alles unterstützen wird. Ja, ich kann jetzt gar nicht, weiß jetzt gar nicht, den Link für Speed Gaming, das hätte ich jetzt auch nochmal gesagt, wer sich dafür interessiert, der kann sich auch auf dem Discord melden, so machen wir es. Also alles, was unsere Restreams hier auf sg.de angeht und so weiter, kann man sich natürlich auch gerne melden. Ich hoffe, der Speed Gaming Bot hat mich jetzt gehört und postet das gleich. Okay, das ist halt. Das ist nicht das, was ich haben wollte, aber nah dran. Nein. Nur sehr falsch. Schade. Ich suche noch, es kommt bestimmt. Ich finde das bestimmt gleich noch hier irgendwo. Naja, war ein Versuch wert. Ja, naja. Gut. Wie gesagt, auf dem Discord-Server geben wir dann gerne weiter Info. Ja, zwei Sachen auf einmal machen ist doof. Wir geben da garantiert Info, auch wenn sich jemand für Speedgaming-Sachen engagieren möchte. Geben wir da gerne Info weiter, wo man sich da dann bewerben muss. Ja, ich sag mal, im Groben und Ganzen sind wir durch. Wofür ich noch ein bisschen Werbung machen möchte, ist, ab morgen restreamen wir ab circa 16 Uhr Break the Record Live von ESA. Also European Speed Run Assembly. Und ja, schaltet einfach ein, weil... Aber was wird denn da gebreakt, lieber Bonsai? Ach so, ja, stimmt, das Spiel. Super Mario Sunshine. Da versuchen die halt den Weltrekord zu holen. Muss ich kurz erläutern, für Leute, die es noch nicht kennen, ist ein relativ gesehen neues Format von der ESA, in dem es dann darum geht, über mehrere Tage, stundenlang dieses eine selbe Spiel zu spielen, um den Weltrekord zu brechen, wo es dann ebenfalls auch einen Preispool gibt für verschiedene Platzierungen oder dementsprechend auch für den Weltrekord nochmal oben drauf. Und das läuft dann über mehrere Tage ab, ja, startet ab morgen bis, ich meine, Sonntag wäre es. Ja, morgen. Morgen, 28. ab 16 Uhr. Und ich glaube, es dauert bis zum 31. Ja. Ich glaube, wir haben so alle Informationen jetzt durch, oder? Ich denke auch. Auf alle Fälle, wir brauchen mehr Kommentatoren, ansonsten müssen wir anfangen, Fura zu klonen. Das ist eine super Überleitung. Ich würde gerne in die Ausbildung zu mir kommen. Ne? Schreib mich an. Das, also in einem Clip kann ich jetzt nicht sagen. Wenn man einfach so in den Chat kommen kann und... Nee. Ja, ne? Also ich glaube, ihr habt tatsächlich alles Wichtige gesagt. Die Links, wo man sich als Kommentator dann eintragen kann, die wird es doch bestimmt auch irgendwo geben. Dann in der Zukunft, wenn es losgeht. Und ja genau, wann geht es eigentlich los? Wie erfährt man das denn? Also es wird alles auf dem Discord des deutschen SMB, der deutschen SMB-Community gepostet. Da gibt es dann auch alles Weitere, wenn man Fragen hat, immer Fragen. Mittlerweile haben wir eine Rubrik, wie kann man spielen. Das läuft alles. Und wenn ihr noch andere Games runnen wollt, ich weiß nicht, ob das klappt. Wir haben auch einen SGDE deutschen Server, der übergreifend ist. Also nicht nur SMW oder Zelda, sondern wenn ihr irgendein Spiel habt, was ihr runnen wollt, zeigen wollt, oder ein Turnier machen wollt, organisieren, wir helfen euch. Einfach da melden. Ja Mensch, das klingt doch alles ziemlich positiv. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft und auf weitere Events hier mit euch auf diesem Kanal.
Ja, letzte Worte, ne? Gehen an die Orga. Ich würde jetzt gern Ter zitieren und sagen: Tschüss. Nein, ja, Scherz. Ich bedanke mich nochmal natürlich an unsere Zuschauer, ohne die diese Kanäle hier, die beiden Speed Gaming Deutsch Kanäle, gar nichts wären. Ihr belebt das hier immer wieder mit euren Fragen, euren Hypes und alles drum und dran. Ja, wie gesagt, für mich war es auch hier perfekt. Ich bin ja nun auch inzwischen drin einfach reingekommen, nachdem die Planung alles fertig war. Und ja, alles super Kerle hier. So, und auch und Damen hoffe ich irgendwann mal. Doch, wir haben einige Damen in der SMW-Community, so ist das nicht. Aber ich schaue gerade mal kurz eine andere Sache nach. Ich meine, während du guckst, kann ich ja meine 2 Cent auch noch loswerden. Also wie gesagt, ich bin wirklich, wirklich schwer begeistert von euch allen. Hat auf alle Fänge mega Spaß gemacht. Das Turnier war wirklich absolut Bombe. Mir ist nicht nur einmal der Atem stecken geblieben. Nicht zuletzt ist es heute wieder. Auf alle Fälle, das war wirklich sehr Adrenalin geladen. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und man muss wirklich sagen, das kann man öfter machen. Das war schon ziemlich cool. Ja. Aber haben Sie es denn jetzt herausgefunden, Bonsai? Ja, ich hab's rausgefunden. Das ist nett. Was ist es denn? Ja, auf Speed Gaming Deutsch 2 läuft in ein paar Minuten Zelda. Und ja, wenn wir noch ein paar Minuten überbrücken könnten, oder Fura. ja, jetzt bin ich wieder aus der Mottenkiste rausgekramt. Ich höre schon. Ja, Leute, wir können ja noch so eine Art Frage-Antwort-Runde machen, falls im Chat irgendwer jetzt noch Fragen hat zu dem Ganzen. Es war ja jetzt sehr viel einseitiges Frontal-Mentoring quasi. Ja, Chat. Auch von meiner Seite natürlich nochmal danke fürs hier herumhängen und dieses Turnier verfolgen. Wie sieht's denn bei euch so aus? Habt ihr Interesse an den angekündigten Events? Wollt ihr da vielleicht mitmachen und ist noch irgendwas unklar? Jetzt ist gerade ein perfekter Zeitpunkt, um gerade alle wichtigen Teilnehmer der ganzen Organisationsriege mit Fragen zu löchern. Okay, ich möchte lösen. Was ist Speed Gaming? Richtig. Kauf ein A. Nein. Ja, was ist wie man bei uns verdient? Wir sind alles Volunteers, wir sind alles Freiwillige. Wir machen ich nicht. Das alles auf du nicht. Du bist ja auch was Höheres. Ja, du bist ja jetzt was Besonderes. Sieh an, ich bin der Bonsai, ich bin was Besonderes. Also nein, Speed Gaming wird zu 99% würde ich sogar schon sagen, von Volunteers geleitet, von Freiwilligen. Geleitet nicht, aber von Freiwilligen mit Stoff versorgt. Da sehe ich eine gute Frage von Rivale Gary. Wird es eine Liga geben oder zwei? Liga Anfänger und Fortgeschritten? Also erstmal planen wir für die erste Liga erstmal ein, weil wir, also eine Liga, weil wir überhaupt nicht wissen, wie viel da zusammenkommen. Und ja, wir wissen ja so gesehen von den deutschen Runnern bisher nur, wie gut sie sind, wie wir das jetzt festgestellt haben. Ich denke, wir starten mit einer und gehen dann in die nächste Saison dann mit zwei. Also für alle, die unsicher sind, einfach mitmachen, mehr als feststellen, uff, die Hacks sind aber ein bisschen zu knackig für mich und dann im Endeffekt irgendwann sagen, okay, gut, dann war's das für mich, kann ja nicht passieren. Ist ja auch keine Schande. Und ja, es sind drei Formate, Liga, Blind Races, Turniere. Und Liga ist, wie Roti sagte, wöchentlich. Blind Races vermuten wir so alle 2 bis 3 Wochen, je nachdem, wenn ein Hack gebaut wurde und getestet wurde und freigegeben. Und das Turnier wird so ablaufen wie, ja, so wie jetzt auch hier. Also wir machen es ähnlich wie Zelda-Leute. Die haben auch ihr Turnier
und ihr, ich sag mal, Weekly. Das sollte alles kein Problem sein. Ja, also die Liga wird sich nicht überschneiden, weil wir zwischen den Wochen, wo wir das machen, auch immer 2-3 Wochen Pause einlegen werden. Zwecks, dann kann man den das Race, was als nächstes stattfindet, oder den Hack schon mal ein bisschen üben. Und wir würden da, also ich zumindest, was heißt ich, wir als Liga-Leiter würden dann immer mal Pausen einlegen, dass man auch dann die Turniere vernünftig rauskriegt und halt die, wenn die Blind Races laufen, dann würden wir uns da auch eher zurückziehen und sagen, okay, die Woche lassen wir's. Das muss natürlich alles im Vorfeld einmal durchgeplant werden. Genau, also die Blind Races sind eher so ein Bonus-Ding. Sofern es zustande kommt, kommt es zustande. Und ja, einfach ein Auge drauf haben. Und immer schön den Channels folgen. Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort, denn nicht jeder hat vielleicht, ne, auch schon Speed Gaming Deutsch 2 mitbekommen. Ja, viele sind vielleicht einfach auch Standards Zuschauer auf dem ersten Kanal, von daher definitiv auch einfach dem zweiten folgen, denn das kann sich halt jedes Mal immer so ein bisschen ändern, je nachdem, na, wer zuerst streamt, der kommt zuerst, so, und mit dem Sinne, wie gesagt, kann auch schon mal ein Stream halt eben auf Speed Gaming Deutsch 2 passieren, was ihr eigentlich verfolgen wolltet, aber ihr es nicht wusstet, weil ihr nicht abonniert habt, also bitte folgen. Na, abonnieren wäre schön. Das Abonnieren geht natürlich auch. Das hilft natürlich auch für einen möglichen nächsten Geldpot. Von daher, eure Unterstützung hat das Turnier ja überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, einen kleinen Preispool anzubieten. Also dementsprechend, falls ihr einen kostenlosen Sub von Amazon Prime habt und nicht wisst, wo ihr hinpacken sollt, könnt ihr schon mal die zukünftigen möglichen Turniere vielleicht damit sogar sponsern. Yay, sell out. Muss man ja mal erwähnt haben. Psst, nein, aber wie gesagt. Schauen wir uns genau, ja. Es ist dementsprechend wirklich auch einfach so, dass den Preispool, den wir hier vergeben konnten, wie gesagt, der wurde allein durch die Beteiligung damit finanziert. Und von daher, wie gesagt, ist das für uns auch schon wirklich sehr wichtig und ist auch wirklich sehr schön, den Support auch zu sehen. Und dementsprechend auch sowas überhaupt anbieten zu können. Genau, also jeder Sub und so weiter geht in den Pool, den wir für SG.de haben, also Speed Gaming Deutsch. Und ich hatte die Möglichkeit, so ein bisschen draus aus dem Pool zu nehmen. Und ja, jetzt haben wir 3 glückliche Runner. Oh, da haben wir doch schon einen. Asmodan, danke. Vielen lieben Dank dafür. Wie gesagt, das hilft auf alle Fälle. Müssen wir natürlich immer schauen, wann man sowas nochmal wieder machen kann. Aber das soll auf jeden Fall nicht das einzige beim letzten Mal jetzt gewesen sein, auf alle Fälle. Und ja, es ist wirklich auf jeden Fall wirklich schön zu sehen, dass man sowas auch machen kann. Wie gesagt, es ist auf alle Fälle eine kleine Freude für die Runner. Wie gesagt, ist jetzt natürlich nicht der größte Geldpot der Welt, aber mein Gott, Kleinvieh macht auch Mist, wie man so schön sagt. Eben, jeder, das ist schon so ein kleines Indie-Game, was man sich schon mal gönnen kann. Und ich sehe gerade, ja, Speed Gaming Deutsch 2 ist gerade live gegangen. Ja, das musst du aber mitgekriegt haben. Muss ich? Ja, ich bin ja weg gewesen eben. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, aber ich wollte es nur im Chat sehen. Ja, ich denke mal, das ist ein guter Punkt. Ja, machen wir Feierabend. Ja, ich find's klasse, dass ihr alle dabei wart. Danke an Roti nochmal, der mir eine große Hilfe war. Eine sehr große Hilfe. Gerne. Und Bura, dich stuhlen wir auch noch ein. Und Chabert kommt auch noch. Ich mag das nicht, so eingestuhlt zu werden. Aber ja, ihr dürft mich natürlich gerne weiter hier einbinden. Es fand es sich auf jeden Fall sehr schön. Hatte sehr viel Spaß als Kommentator, teilweise auch als Organisationshelferling Azubi. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft und bringt er mir schon alles bei, was ich wissen muss. So, und jetzt schauen wir uns alle Zelda an. Hey, Zelda!
Zelda! Naja, oh. Eigentlich schauen wir uns Link an und komische Sprites, aber... Dann machen wir an dieser Stelle Feierabend und leiten einmal über. Dann wünschen wir euch allen auf alle Fälle noch einen schönen Abend. Genießt den weiteren Stream und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal.